Ja, schönen guten Abend zusammen. Jetzt auch alle von extern Zugeschalteten. Ich sehe unten, dass uns ja, Menschen aus Zürich heute zuhören, aber auch aus Wien. Damit haben wir unsere deutschsprachigen Nachbarländer auch mit dabei. Das freut uns natürlich sehr. Dortmund, Oldenburg, Stuttgart, Lautern. Wir sehen, dass das Thema, ich sag mal, digitale Fernlehre auch im Rahmen so eines Fachvortrags prima funktioniert. Ein paar Worte noch zur Vorrede. Ich bin sehr dankbar, dass wir den Ralf heute Abend für uns gewinnen konnten, das Thema zu ja, durchleuchten und euch allen näher zu bringen. Ich habe den Ralf zuletzt getroffen am Digital Sports und Entertainment Kongress, wo die Branchenentscheider aus dem Sportbusiness sich mit dem Thema Digitalisierung auch sehr intensiv beschäftigt haben. Und ich bin sehr gespannt, welche Fragen ihr habt, aber natürlich auch, wie der Ralf uns jetzt durch das Thema und durch die knappe nächsten 60 Minuten, eine Stunde eben führen wird. Dann bleibt mir an der Stelle nur viel Spaß zu wünschen, gerne rege den Chat unten zu nutzen. Wir werden alle Fragen mit aufnehmen. Und ja, dann einen schönen Gruß nach Hamburg. Lieber Ralf, das Wort gehört dir. Und würde dich am Anfang doch auch bitten, noch ein paar Worte zu dir und zum Thema Fußballwirtschaft.de zu sagen. Viel Klar. Spaß. Danke dir, Benjamin. Ich hoffe, ihr könnt mich auch alle hören. Wenn nicht, dann nutzt einfach auch gerne wieder den Chat. Ich habe mich eben auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, von wo aus ihr überall zuhört, oder zuguckt. Natürlich freue ich mich auch, dass jetzt ganz unten gerade Hallo aus Hamburg steht und sag auch noch einmal noch Hallo aus Hamburg. Würde mich aber auch freuen, wenn zum Ende des Vortrags nicht mehr Hallo aus Hamburg unten steht, sondern da hoffentlich eure Fragen stehen. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf. Bin zwar zu Hause, aber ich freue mich, dass ich hier mit euch in diesem virtuellen Raum sein darf. Ich gebe heute mein Webinar-Debüt. Das heißt, ich hoffe, ich mache keine klassischen Webinar-Anfängerfehler. Habe aber den Vortrag in ähnlicher Art und Weise, also in einer abgespeckten Version, schon mal gehalten. Da hatte ich allerdings nur eine halbe Stunde Zeit auf der Spielmacherkonferenz, die auch hier in Hamburg war. Das ist eine Branchenkonferenz, ähnlich wie die Digital Sports and Entertainment. Ihr merkt also, da passiert sehr viel. Und da durfte ich den Vortrag in der abgespeckten Version auch vor 40 bis 50 Entscheidern halten und freue mich jetzt, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht ein bisschen mehr ins Diskutieren kommen und möchte euch nochmal ganz herzlich einladen, alle Fragen zu stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Zwei Fragen habe ich sogar im Vorfeld schon bekommen, die werde ich auch nochmal beantworten. Ansonsten hat Benjamin gerade gesagt, ich soll mich einmal kurz vorstellen. Hätte ich eh gemacht. Ich finde, es gibt immer verschiedene Arten und Weisen, wie man sich vorstellen kann. Entweder man sagt gar nichts, das finde ich immer so ein bisschen komisch, oder man baut ein Slide, wo ganz tolle Informationen über einen selbst aufstehen. Das finde ich auch immer ein bisschen komisch. Ich sage immer ganz gerne einfach was. Und ohne dass ich jetzt irgendwie Schicksal oder so betonen möchte, kann man die Tatsache, dass wir heute zusammen dieses Webinar halten, ziemlich genau auf einen Tag zurückdatieren. Das war vor ungefähr 4 Jahren, da habe ich noch studiert, meinen dualen Bachelor an der HSDA. Und es gab so einfach, was mir einfach nicht so gut lag, das war nicht meins, das war VWL. Und es gibt in jedem Studentenleben spätestens einmal den Zeitpunkt, wo man an einem Freitagmorgen wahrscheinlich aufwacht, es ist dunkel, kalt, mitten im Winter. Und man muss sich die Frage stellen, gehe ich heute zur Vorlesung oder gehe ich nicht hin? Ich habe mich dann entschieden hinzugehen und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Mein Professor hat dann nämlich erzählt, in einem Nebensatz, was überhaupt nichts mit VWL zu tun hat, dass er nebenbei im Bereich Sportökonomik forscht. Da waren meine Ohren sehr gespitzt. Ich habe dann ihn gefragt, kann ich Sie nicht irgendwie unterstützen? Daraus ist eine Bachelorarbeit geworden, daraus ist ein wissenschaftliches Forschungsprojekt geworden, daraus sind Kurse an verschiedenen Hochschulen geworden und letztendlich auch mein Blog fußballwirtschaft.de. Ich möchte gar nicht zu viel Werbung machen, das verspreche ich euch, aber trotzdem ganz kurz einmal zu Anfang euch erzählen, was ich so nebenbei mache. Ich mache das nämlich alles nebenberuflich, deshalb kam mir das auch sehr gelegen, dass wir das heute Abend machen. Auf dem Blog fußballwirtschaft.de geht es um alles, was mit den Hintergründen des Fußballs zu tun hat. Also einfache Analysen zum Thema Transfergeschäft, eben das Thema Digitalisierung, E-Sports oder auch die Schlagworte, die hier jetzt stehen, allgemein Wettbewerb, Vermarktung, Sportmanagement. Da findet ihr also relativ viel. Ich hoffe, dass euch jetzt nicht während des Vortrags langweilig werdet und ihr auf die Seite geht. Im Nachhinein freue ich mich aber, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich bin auch auf allen sozialen Medien aktiv. Würde mich freuen, da mit euch zu diskutieren, wenn ihr mir da folgt. Und das soll es jetzt aber auch an dieser Stelle mit Werbung erstmal gewesen sein. Heute soll es ja schließlich um das Thema Digitalisierung des Fanerlebnisses gehen. Und man kommt ja ehrlich gesagt um das Thema Digitalisierung an sich überhaupt nicht mehr drumherum. Ich habe eben vergessen zu erwähnen, ich habe auch noch einen Hauptberuf.
Ich arbeite von Montag bis Donnerstag, also 80%, für die Konzernstrategie der Otto-Gruppe in Hamburg. Also versuchen wir Firmen wie About You, Sportcheck, Otto, Bonprix, Crate & Barrel, Otto Japan und noch so circa 100 andere, die ich jetzt nicht aufzähle, in ja, digitale Zeitalter zu steuern und dabei nicht von Amazon oder Alibaba in die Vergangenheit zurückgeschickt werden. Und ich finde es erstaunlich, wie viele Parallelen es zwischen einem Großkonzern und der Sportbranche oder der Fußballbranche gibt. Was ziemlich erschreckend ist für die Sportbranche an sich. Da kommen wir aber auch im späteren Verlauf noch drauf zu. Was ich damit sagen will, ich setze mich hauptberuflich, aber auch eben mit den ganzen nebenberuflichen Themen sehr viel mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Und man könnte vermutlich ein Bachelorstudium, Masterstudium, eine Promotion, eine Habilitation und lebenslanges Lernen alles in einen Topf schmeißen und hätte am Ende des Tages immer noch nicht alles über Digitalisierung gelernt. Auch heute wollen wir uns nur einem ganz kleinen Teil widmen, nämlich dem Fanerlebnis. Ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass jeder von euch Fan von irgendwas ist und wir dann auch dementsprechend rege diskutieren können, was ihr bereits schon an digitalen Dingen erlebt habt, was ihr euch erhoffen würdet und vielleicht auch Fragen habt, warum einzelne Dinge so noch nicht umgesetzt wurden. Dann steigen wir einmal ein. Aus meiner Sicht würde ich ganz gerne über vier grundlegende Fragestellungen mit euch sprechen. Nämlich einmal die Frage, warum ist dieses ganze Thema Digitalisierung überhaupt wichtig und warum beziehen wir das Ganze gerade auf das Fanerlebnis, warum nicht auf irgendwas anderes? Dann die Frage der Gefahren und Trends, also quasi, was passiert, wenn die Bundesligisten, wenn der Fußball es nicht schafft, die digitalen Trends oder das Fanerlebnis zu digitalisieren? Anschließend gucken wir uns einmal an, welche Innovationen es in der Bundesliga schon gibt. Da gibt es nämlich schon einiges. Ich finde, da kommt man immer gar nicht so stark drauf, weil ich beispielsweise bin sehr HSV-fokussiert, weil ich HSV-Fan bin, sehr leidenschaftlich. Die Betonung liegt dabei eher auf leiden als auf schaftlich, aber ich bin HSV-Fan. Und finde es spannend, wenn man auch mal rechts und links guckt. Ich bekomme gerade schon mein Beileid, ja. Bin gespannt, ob du ein Leidensgenosse bist oder einfach nur einer, der sich freut, dass ich HSV-Fan bin. Es gibt sie also noch in Hamburg. Und zu guter Letzt die Frage, warum machen die Fußballclubs nicht einfach mehr, wenn Digitalisierung doch so viel Spaß macht? Und jetzt habe ich auch die Antwort, super, es klappt. Wenn Digitalisierung doch so wichtig ist, auch so viel Spaß macht für die Fans, warum machen die Clubs nicht einfach mehr? Da werde ich immer mal wieder Beispiele auch aus meinem Hauptberuf einbringen, weil es, wie gesagt, sehr viele Parallelen gibt zwischen der Konzernwelt und dem Sportbusiness. Dann würde ich jetzt direkt einmal einsteigen. Ich finde immer, wenn man sich mit dem Status quo der Bundesliga, des professionellen Fußballs auseinandersetzen möchte, ist es einmal ganz wichtig zu verstehen, wo der Fußball überhaupt herkommt. Und auch wenn das jetzt für viele von uns, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber ihr habt es geschafft, in diesen virtuellen Raum zu kommen, das vermute ich einfach mal nicht steinalt. Ich vermute einfach mal, dass nicht viele von euch die Gründung der Bundesliga damals mitbekommen haben. Das war nämlich in dem Jahr 63, 64, da startete die erste Bundesliga-Saison und wenn ihr euch einmal historisch zurückerinnert, war das jetzt eine Zeit, in der Deutschland nicht gerade vom Selbstbewusstsein gestrotzt hat. Man hat gerade im Zweiten Weltkrieg teilgenommen, nenne ich es mal, ganz vorsichtig, und hat dann versucht, im Nachhinein so ein bisschen moralische Grundsätze zu etablieren und eher mal so den Ball ein bisschen flach zu halten. Und dann kam immer mehr Funktionäre, die gesagt haben, wir brauchen eine Elite-Liga. Das gab es nämlich damals in Deutschland so nicht. Es gab so vereinzelte Oberligen, hauptsächlich regional geprägt. Und der Perberger, der das Wunder von Bern ermöglicht hat, hat gesagt, Leute, wir brauchen eine Elite-Liga, weil ich merke in den internationalen Vergleichen mit England, mit Spanien, mit Italien, dass die immer besser werden und ich vermute, dass das daran liegt, dass wir eine Elite-Liga haben. Nach langem Hin und Her hat man sich dann 63, 64 dazu durchringen können, diese Bundesliga, wie man sie dann genannt hat, zu etablieren. Und hat aber einige Regelungen noch getroffen, die verdeutlichen, dass der Fußball damals noch ganz anders war als heute, auch wenn man 11 gegen 11 gespielt hat und am Ende die Mannschaft mit den meisten Toren gewonnen hat. Und wir wussten ja auch bereits damals schon, dass ein Spiel 90 Minuten dauert und der Ball rund ist. Ich habe hier die 1, 2, 6 Regeln insgesamt oder 6 Anekdoten einmal kurz aufgeführt. Ich muss jetzt gar nicht auf alles detailliert eingehen, aber was ich immer besonders spannend finde, ist unten links, es gab nur einen Arzt pro Spiel. Man hat nämlich gesagt, es wäre ja verrückt, wenn ein Arzt der Heimmannschaft mit zu einem Auswärtsspiel fährt, also erstmal durch Deutschland reist, dann den ganzen Tag keine Patienten behandeln kann und dann auf der Bank sitzt in der Hoffnung, dass man ihn gar nicht braucht und dann am Ende des Spieltags wieder zurückfährt. Da hat man gesagt, okay,
ein Arzt reicht, nämlich der Arzt der Heimmannschaft. Natürlich gab es da einen Kodex, dass der Arzt der Heimmannschaft auch die gegnerischen Spieler versorgt. Ich stelle mir das immer besonders spannend vor, was passiert, wenn ein Spieler der Heimmannschaft und einer der Auswärtsmannschaft gegeneinander prallen, sich beide verletzen, wer dann zuerst behandelt wird. Das können wir uns aber vermutlich alle denken. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Die Unterlage habt ihr ja, glaube ich, auch so zur Verfügung gestellt bekommen oder können wir auch im Nachhinein machen. Ich würde aber ganz gerne einmal von dem, wo kommen wir eigentlich her, also die Gründung der Bundesliga, zu dem Status quo zu heute springen. Und da sehen wir, dass die Bundesliga in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht hat. Die ist in den letzten 12 Jahren um 200% gewachsen, also eine schlappe Verdreifachung von ungefähr 1 Milliarde Umsatz auf 3 Milliarden Umsatz. Das sehen wir in dunkelblau. Es gibt ziemlich viele Branchen in Deutschland und international, die von so einem Wachstum träumen. Und für diejenigen von euch, die sich schon seit ein paar Jahren mit Wirtschaft auseinandersetzen, wissen auch, dass es in dem Verlauf irgendwo eine Finanzkrise gab. Das sieht man an der Umsatzentwicklung des Fußballs jetzt nicht. Also das ging wirklich von jedem Jahr wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass die Ergebniskurve, die in hellblau eingezeichnet ist, ein bisschen einer Sinuskurve von einem Herzschlag gleicht. Vermutlich eine relativ ungesunde Sinuskurve, aber es geht immer unregelmäßig auf und ab. In den letzten Jahren sehen wir aber auch, dass sich das da stabilisiert hat. Und wenn wir uns jetzt einmal die Frage beantworten, Mensch, wo kommt das Geld eigentlich her? Dann sehen wir im Wesentlichen 6 verschiedene Umsatztreiber. Wir sehen einmal oben links Fernseherlöse, also aus der mediale Verwertung wird das genannt. Dann in der Mitte oben die Werbung, oben rechts das Stadion steht für Einkünfte während des Spieltags, also Stadion, Tickets, die Bratwurst, das Stadionbier gehört dazu. Unten links der Spieler steht für Spielertransfers, das Trikot fürs Merchandising. Ich habe teilweise in meinen Kursen auch, die ja sehr fußballspezifisch sind, Leute sitzen, die Fanmontur anhaben. Ich weiß nicht, ob einer von euch jetzt gerade Fanmontur anhat. Da ich gerade überhaupt keine Rückmeldung bekomme, was dem Webinar an sich geschuldet ist. Wenn jemand von euch gerade Fanmontur anhat, würde ich mich natürlich freuen, wenn das hier einmal aufgeklärt werden kann für alle. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Erlöstreiber und auf der rechten unteren Seite dann noch das Thema Sonstiges. Da wird einfach alles drunter subsumiert, was man in anderen Kategorien nicht zuordnen kann. Gehört dann auch sowas zu wie Catering, Mitgliederbeiträge. Clubs sind ja in der Regel als Vereine gestartet. Das heißt, auch Mitgliedsbeiträge sind da wichtig. Wenn wir uns jetzt einmal angucken, wie relevant sind die eigentlich, dann habe ich hier einmal die Zahlen einblenden lassen. In Millionen Euro. Fast 1 Milliarde kommt nur über die TV-Erlöse. Fast 800 Millionen kommt über das Thema Werbung. Über 500 Millionen, also über eine halbe Milliarde über das Thema Spieltagseinkünfte. Zusammen macht das mehr als 2 Drittel aus. Und ich komme auf meinem Blog immer wieder zu dem Fazit, der Fußball lebt davon, dass wir zugucken. Irgendwo hat das Ganze dann natürlich auch mit dem Thema Merchandising zu tun. Also wenn ich mich mit dem Club identifiziere, kaufe ich auch kleine Artikel. Und auch in den sonstigen Treibern sind wahrscheinlich noch Dinge drin, die nur darauf zurückzuführen sind, dass wir gucken. Aber allein schon diese drei Zahlen, die drei oberen Zahlen verdeutlichen, wie wichtig das für den Fußball ist, dass wir zugucken. Das machen wir natürlich nur, wenn uns das Zugucken Spaß macht. Das heißt, wenn die Performance des Teams einigermaßen stimmt, der Einsatz stimmt, man eventuell auch mal gewinnt. Aber auch wenn das Ganze drumherum angenehm ist. Amazon ist so erfolgreich, weil Amazon das Thema Convenience verstanden hat. Die machen also dem Kunden alles rund um den Bestellprozess relativ angenehm. Das sieht nicht immer schön aus, aber es funktioniert einfach, was bei Otto leider nicht immer der Fall ist. Wir haben also gesehen, Convenience kann ein riesen Erfolgsfaktor sein. Und die Bundesliga hat ein mini kleines Problem. Die ist nämlich in den letzten Jahren, wie ihr gerade gesehen habt, enorm gewachsen. Und wenn man enorm wächst, dann neigt man dazu, zufrieden zu sein. Wenn ich jetzt beispielsweise auf meinem Blog jeden Tag 10% wachsen würde, dann würde ich auch irgendwann denken, ja, okay, es scheint echt zu laufen und ich würde vermutlich ein bisschen an Disziplin verlieren, ich würde vielleicht nicht mehr so guten Content schreiben, ich wäre nicht mehr so innovativ, was Marketing angeht. Und die gleiche Gefahr besteht natürlich in der Bundesliga auch. Wenn man sich seit 12 Jahren nur vergrößert hat, wenn man um 200% gewachsen ist und dann jemand sagt, Mensch, du musst aber mal was tun, dann kann man ja ganz getrost sagen, hey, warum denn? Ich bin doch in den letzten Jahren um 200% gewachsen, also kann ich ja nicht so viel falsch gemacht haben.
Auf der einen Seite steht also das viele Geld, auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Schildkröte, die für mich das Thema Langsamkeit symbolisieren soll. Man wird also einfach träge, gemütlich und das kann gerade in Zeiten der Digitalisierung echt schwierig werden. Wenn ihr beispielsweise mal Online-Shops euch anguckt oder die ersten Online-Shops in Deutschland, das waren sowas wie Neckermann, Quelle, die könnt ihr heutzutage mal versuchen, darüber einzukaufen. Das ist relativ schwierig, die gibt es nämlich so als Firma an sich gar nicht mehr wirklich, weil sie einfach gewisse Trends verschlafen haben. Und das lerne ich natürlich als Strategieberater in der Otto-Gruppe. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, Mensch, ist es alles super, dann kann es sein, es läuft wirklich alles super oder ich mache einen richtig schlechten Job. Oder ich sage, Mensch, Leute, bitte passt auf, es gibt hier zwei, drei Sachen, auf die ihr echt aufpassen müsst. Jetzt kann man sagen, Thema Digitalisierung, ich habe hier nur mal eine Zahl aus einer Studie, nämlich 300 Minuten, größer 300 Minuten. Ein Großteil der Millennials, also der jungen Generation, die so um die 2000er geboren wurden, verbringen mehr als 300 Minuten täglich vor ihrem Smartphone. Jetzt kann man als Fußballliebhaber sagen, ist ja klasse. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, mit Halbzeit 105, mit Verlängerung, Nachspielzeit meine ich, vielleicht 110 Minuten. Das heißt, in diesen 300 Minuten kann man ja rein theoretisch knapp drei Fußballspiele gucken. Das ist zwar mathematisch alles vollkommen korrekt, das Problem ist, es gibt noch so ein, zwei andere Firmen, die auch ganz gerne im Alltag des Konsumenten eine gewisse Rolle spielen wollen. Und ihr könnt jetzt ja mal während die ganzen Logos hier so einblenden, euch selber überprüfen und fragen, Mensch, welche dieser Apps nutze ich eigentlich regelmäßig? Und ich bin mir sicher, dass niemand dabei ist, der keine dieser Apps nutzt. Wenn doch, dann bitte gerne einmal schreiben. Dann wäre ich sehr daran interessiert zu erfahren, wie das so ist. Wahrscheinlich sollte ich aber einfach einfache Fragen stellen, dass sich auch wirklich mal jemand meldet. Aber ich nutze jetzt nicht alle diese Apps, aber den Großteil. Und konnte natürlich, The Zone ist auch ein sehr guter Hinweis, richtig. Ich wollte jetzt natürlich sehr, sehr fußballkritisch sein und habe das extra nicht mit aufgeführt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wenn man nur diese 300 Minuten gucken würde, dann hätte man wahrscheinlich auch nur eine App und das wäre dann The Zone. Oder vielleicht dann noch Sky oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Eurosport eine App hat. Ich vermute aber mal ja. Diese Interaktion ist, finde ich super. Ich muss nur einmal mich gerade wieder fangen. Also wir haben gerade quasi gesagt, 300 Minuten. Ganz, ganz viele Unternehmen kämpfen um die Aufmerksamkeit des Kunden. Es gibt also nicht mehr nur den Fußball und viele von euch haben wahrscheinlich auch Push-Nachrichten aktiviert. Ich habe meine sehr selektiv aktiviert, muss ich zugeben, aber ein paar habe ich dann eben doch, sodass das Fußballerlebnis auch ab und zu mal gestört werden könnte. Ich erwische mich immer mehr dabei, wenn ich mal alleine Fußball gucke. An sich gucke ich ganz gerne mit Freunden zusammen, aber wenn ich dann mal tatsächlich alleine gucke und niemanden überreden konnte, das HSV-Spiel mit mir zu gucken, und mit dem Gegner in der Regel nicht gucken wollte, dann alleine vor dem Fernseher sitze, erwische ich mich dann doch ab und zu dabei, dass ich schon nochmal aufs Handy gucke. Beispielsweise schaue, was nebenbei auf Twitter gerade passiert. Teilweise erfährt man da ja eher, ob ein Tor gefallen ist, als vom Fernseher. Einfach nur mal ein Beispiel, eine Zahl. Silvester 2017 wurden 63 Milliarden WhatsApp-Nachrichten innerhalb von einem Tag verschickt. Das ist relativ viel. Mal, wenn man bedenkt, dass eine Nachricht ja immer ein Sender und ein Empfänger hat. Das heißt, an einer Nachricht sind mindestens zwei Leute beteiligt. Wenn man jetzt dazu noch weiß, dass es insgesamt 1,3 Milliarden WhatsApp-Nutzer gibt, dann führt das dazu, dass das 48 Nutzer Nachrichten pro Nutzer sind. Wenn man das auf einen Tag verteilt, sind das eine WhatsApp-Nachricht alle 30 Minuten und das wieder nur davon ausgegangen, dass eine Person an einer Nachricht beteiligt ist, was ja falsch ist. Es sind ja immer zwei Personen daran beteiligt. Und es gibt sogar Gruppennachrichten, das heißt, einer sendet und noch mehr empfangen. Aber wenn man nur mal davon ausgeht, dass man alle 30 Minuten eine Nachricht bekommt, dann ist ein Fußballspiel dadurch schon dreimal unterbrochen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Hinzu kommt Facebook, Snapchat, Twitter, Mails, Anrufe, Push-Nachrichten jeder Art, Nachrichten, wenn man dann zwischendurch doch mal shoppen möchte, wenn man gerade nebenbei wettet und immer gucken möchte, wie der Cashout aktuell steht. Das heißt also, viele Unternehmen kämpfen um die Aufmerksamkeit der Kunden und ich habe gerade eben schon gesagt, Amazon gewinnt die damit, dass sie einfach eine hohe Convenience haben. Und deshalb komme ich zu meinem Zwischenfazit, auch Fußballclubs müssen diese Convenience haben. Die müssen einfach agil bleiben, die müssen schnell bleiben, aufgeweckt bleiben
um sich langfristig im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Kunden bzw. der Fans behaupten zu können. Weil auch wenn wir alle, viele von uns Fußball lieben, gibt es doch schon noch ein, zwei andere Angebote, die auch ganz spannend sein können. Beispielsweise E-Sports habe ich mir auch schon angeguckt, finde ich auch spannend, deshalb gebe ich jetzt den HSV nicht auf, aber das sind auf jeden Fall mal ganz andere Umstände, unter denen man dann die Emotionen erlebt, die ich beim Fußball sonst auch erlebt habe. Das ist quasi das Zwischenfazit, weshalb ich das Thema Einleitung, Vorstellung einmal damit schließen würde und gerne einmal fragen, gibt es soweit schon Fragen? Irgendwas, was ihr loswerden wolltet, was ihr schon immer mal demjenigen, der Fußballwirtschaft gegründet hat oder irgendjemand anderem fragen wolltet? Okay. Ihr könnt euch natürlich auch, könnt auch währenddessen Fragen stellen. Nur weil ich jetzt einmal ganz kurz mich sortieren musste, weil ich nebenbei mitgelesen habe, könnt ihr trotzdem gerne nebenbei weiterschreiben. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon ein, zwei Fragen im Vorfeld bekommen. Die werde ich dann zwischendurch auch noch beantworten. Kommen wir jetzt auch mal zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn die Bundesliga da nicht mitmacht? Ich habe einmal aufgeschrieben, was aus meiner Sicht so mögliche Wettbewerber des Fußballs sind. Also um wen muss sich der Fußball richtig Sorgen machen? Was könnte quasi mein Ersatz sein, wenn ich irgendwann sage, boah, ich hänge jetzt meine Fußballfan-Karriere an den Nagel und ich schaue mir jetzt einfach was anderes an. Oder ich bin jetzt kein HSV-Fan, kein Bundesliga-Fan mehr. Ich könnte einerseits auf einmal sagen, ich gucke jetzt Amateurfußball. Könnte aber auch sagen, ja, die Bundesliga ist nett. Ich bin aber ein riesen Cristiano Ronaldo-Fan. Ich möchte jetzt an dieser Stelle unterstreichen, dass das nicht stimmt, dass ich kein Cristiano Ronaldo-Fan bin, obwohl er ein super Fußballer ist. Es könnte sein, dass ich sage, Fußball ist nett, aber ich stehe jetzt auf E-Sports. Es könnte aber auch sein, dass ich sage, eigentlich war ich tief im Inneren schon immer Handball-Fan. Oder es gibt natürlich noch unzählige weitere Möglichkeiten, an die ich dann mein Fanherz hängen kann. Ihr habt jetzt gerade keine Fragen gestellt und das ist jetzt keine Bestrafung, aber ich habe eine Frage. Mich würde nämlich einmal interessieren, welcher dieser in Anführungszeichen Wettbewerber aus eurer Sicht die größte Gefahr für die Bundesliga darstellt. Und würde mich freuen, wenn ihr da einmal, ich vermute, das müsste einfach per Mausklick gehen, anklicken würdet. Die ersten haben es schon getan oder Benjamin haut gerade ordentlich rein. Wenn ihr da einmal ganz kurz auswählt, ist es der Amateurfußball, sind es ausländische Ligen, E-Sports, andere Sportarten oder ist es doch was anderes? Benjamin, du musst jetzt vorsichtig sein, wir sehen alle, was du abstimmst. Ich warte mal einen Augenblick. Wir müssen Ja, noch keine Sorge, minimal. an der Stelle melde ich mich kurz aus Düsseldorf. Also zum einen, bitte jeder maximal zwei Themen bitte anklicken, damit wir dann halbwegs spannendes Ergebnis haben. Und keine Sorge, ich kann auch gerne sagen, was mich ablenken würde. Weniger die ausländischen Ligen. Ich mag den Amateurfußball. Da an der Stelle auch kurz, ich habe tatsächlich mit einem Digitalisierungsexperten aus der Bundesliga, den ich jetzt namentlich und ortstechnisch nicht verraten möchte, auch über das Thema diskutiert, wann eigentlich so der Overload entstehen könnte und was dann passiert. Und dann haben wir auch einfach mal spaßeshalber diskutiert, ob die Bundesliga nicht ihre Markenwerte dahingehend stärken sollte, die normalste aller Ligen zu bleiben, sprich sich diesem extremen Kommerzstrudel, der auch mit der Digitalisierung ein Stück weit einhergeht, zu entsagen. Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, es war eine absolut fußballromantische Diskussion und man kann sich natürlich den heutigen Entwicklungen auch ganz schwer entziehen. Aber ich persönlich würde auf den Amateurfußballplatz gehen, weil ich da auch noch ein bisschen engagiert bin nebenher. Und über E-Sports kann man drei, vier, fünf tolle Vorträge hintereinander hören und wüsste immer noch nicht, mit welcher geballten, auch ökonomischen Kraft uns das erreichen wird, was in Asien schon gang und gäbe ist und was in Amerika gerade extrem gewachsen ist. Jetzt habe ich lange genug gesprochen. Ich werde die Ergebnisse mal veröffentlichen und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich wäre super gespannt, von jedem von euch diese Begründung einmal zu hören. Das kriegen wir aber wahrscheinlich zeitlich und auch technisch jetzt gar nicht abgebildet. Finde es aber schon sehr spannend. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich glaube, alle, die jetzt noch nicht abgestimmt haben, werden vermutlich auch nicht mehr abstimmen. Kann nur sehen, wie viele jeweils abgestimmt haben. Das ist super spannend, weil das deckt sich teilweise mit anderen Umfragen, die ich schon gemacht habe. Ich mache das nämlich ganz gerne.
habe ja auch gesagt, dass ich bei der Spielmacherkonferenz einen ähnlichen Vortrag gehalten habe und habe da diese Abfrage auch live gemacht. Was auch ganz, ganz spannend war, das mal bei einer Konferenz zu machen. Also ich hoffe, ihr seht das jetzt gerade. Eine Person hat mit Sonstiges abgestimmt. Ich habe auf der Spielmacherkonferenz vergessen zu fragen, was die Teilnehmer denn unter Sonstiges meinen. Wenn die Person sich einmal outen würde und sagen würde, was sie damit meint, wäre ich super neugierig, welche Gründe wir noch vergessen haben. Und würde einmal ganz kurz aufhören zu sprechen und mich einfach aufs Lesen konzentrieren, weil Multitasking leider nicht so meins ist. Also ich kann die Begründungen, die bisher kommen, also Amateurfußball, man ist viel näher dran an der Fanbasis, super gut verstehen. Ich habe selber jahrelang im Amateurbereich gespielt, fühle mich auch immer noch stark verbunden. Das ist ja häufig der regionale Bezug noch mal stärker. Klar, ich komme jetzt aus Hamburg und bin HSV-Fan, aber aufgewachsen bin ich in Hamburg-Bergedorf und bin deshalb natürlich TSG Bergedorf-Fan, einer der größten Amateurvereine Hamburgs. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr außerhalb von Hamburg seid, nicht. Das ist klar, da ist man noch viel näher dran. Ausländische Ligen wegen der Superstars lese ich gerade. Das ist in der Tat, glaube ich, echt ein Wunderpunkt, auch bei Bundesliga-Verantwortlichen, weil viele der Top-Superstars, also die wirklich die absolute Weltspitze sind, spielen ja mittlerweile in ausländischen Ligen oder kaum noch in der Bundesliga. Da kann man sich ja jetzt noch über so einen Aubameyang, Lewandowski, auch über einen Hummels, der ja weniger spielt, aber der ist zumindest auch in der Bundesliga, sich streiten. Aber tatsächlich sehe ich das auch so. Ich werde euch gleich noch einmal durchführen, wie ich persönlich das sehe. Habe nämlich auf den Folgeseiten noch jeweils Details zu jedem der einzelnen Treiber aufgeführt. Warte jetzt noch nach wie vor mit großer Spannung auf den oder die Kandidatin, der oder die das Thema Sonstiges angeklickt hat. Aber wir können ja auch rein theoretisch schon mal weiterklicken und trotzdem unten weiterlesen. Ich hoffe, dass wir die Ergebnisse hinterher auch noch weiterhin haben, aber da das Ganze aufgezeichnet ist, sehen wir die ja auf jeden Fall nochmal. Ich würde das nämlich ganz gerne auch nochmal in Ruhe abgleichen, aber ich vermute, dass wir die hinterher auch noch haben. Jetzt würde ich erstmal ganz kurz weitermachen und die Punkte einmal einzeln durchgehen. Wie sieht es denn mit dem Amateurfußball aus? Ich habe schon mit enorm vielen Startups gesprochen, die sich gerade der Frage stellen, wie kriegen wir eigentlich den Amateursport, den Amateurfußball ins Fernsehen? Oder zumindest ins Internet, sodass man, wenn man möchte, zugucken kann. Es gibt beispielsweise Sport Total, es gibt Soccerwatch, es gibt Fupa TV, es gibt auch noch einige weitere. Insgesamt ist der Amateurmarkt einfach riesig. Wir hatten eben die 3,2 Milliarden für die Bundesliga gesamt als Umsatz. Ich habe jetzt keine genaue Umsatzzahl für den Amateursport, aber es gibt einfach Millionen von Amateursportlern. Das heißt, allein schon durch diese Masse gibt es eine gewisse Marktgröße, die sich dadurch ergibt. Und wir haben wahrscheinlich alle in der allerersten Vorlesung, die irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben, hat gelernt, große Märkte sind pauschal erstmal gut, sind zumindest erstmal attraktiv. Und Sport 1 lese ich gerade, überträgt das auch im Free TV. Das ist richtig, die versuchen ja eh so ein bisschen innovativer zu sein, zeigen auch E-Sports, Soccerwatch, ob das System ist mit der 360-Grad-Kamera. Ich bin mir relativ sicher, dass genau die das sind, ja. Ist natürlich auch eine Frage, wie kriege ich dann diese Kameras, die eine gewisse Qualität liefern müssen, zu den Amateurplätzen, um da aufzunehmen. Es gibt häufig die Gefahr, dass die geklaut werden, auch wenn man das jetzt als Fußballromantiker überhaupt nicht verstehen kann, aber die Gefahr gibt es leider. Es gibt auch Unternehmen, die daran arbeiten, dass Personen das, oder Zuschauer das übers Handy live ins Internet streamen können. Es gibt da wirklich verschiedene Ansätze, die versuchen, den Fußball ins Internet oder ins Fernsehen zu bringen. Ich muss zugeben, dass ich ehrlich gesagt zwar Fan der TSG Bergedorf bin, weil ich da selber früher gespielt habe, mittlerweile aber seit einigen Jahren kein Spiel gesehen habe und auch noch nicht mal versucht habe, ein Spiel zu sehen. Weil das war zumindest damals so, man will natürlich immer spielen, auch im Amateursport, aber wenn es dann mal nicht dazu gekommen ist, dass man spielen durfte oder wenn man verletzt war, sich im Spiel verletzt hat und zugeguckt hat, habe ich immer festgestellt, so wirklich hoch ist die Qualität des Fußballs an sich nicht. Auch wenn man natürlich nochmal emotional viel stärker involviert ist, weil es sein eigenes Team ist. Kommen wir vom Amateursport zu ausländischen Ligen.
Ich schätze die Gefahr durch ausländische Ligen extrem hoch ein. Ich merke das immer wieder, wenn ich in meinen Seminaren, Vorlesungen oder Vorträgen frage, hey, wovon seid ihr eigentlich Fans? Dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, in der Bundesliga bin ich HSV-Fan, bin ich Bayern-Fan, bin ich Dortmund-Fan. Es gibt sogar ein paar leider Bremen-Fans. Das ist jetzt nicht gemein gemeint, aber so ein paar Spitzen kann ich mir natürlich immer nicht verkneifen. Wenn ihr Werder Bremen-Fans sind, ihr könnt euch auch gerne outen. Wir sitzen ja quasi im selben Boot, außer dass der HSV aktuell ein, zwei Punkte mehr hat. Mal gucken, wie lange das noch so ist. Wenn wir das dann irgendwann aufgenommen haben und Leute das später gucken, werden sie sagen, ach, damals war er noch optimistisch. Nein, wir sprechen jetzt nicht über den HSV, aber was ich sagen wollte, ist, dass viele meiner der Studenten, der Zuhörer sagen, ja, ich bin in der Bundesliga der Fan, ausländisch interessiere ich mich aber für den FC Barcelona, für Real Madrid oder für welche Clubs auch immer. Und ich habe hier mal zwei Grafiken abgebildet, die links einmal zeigt die Reichweite in Social Media, Facebook, Twitter und Instagram. Und da sehen wir, die Premier League ist bei weitem uneinholbar, scheinbar uneinholbar vorne. Die spanische Liga, La Liga dahinter, bei Facebook insbesondere eine riesengroße Reichweite, ist bei Twitter und Instagram allerdings relativ nah dran an der Bundesliga. Insgesamt die Bundesliga aber stark abgeschlagen. Gute Frage, Dirk. Ist das der eigene Kanal der Ligen oder die Vereine kumuliert? Das ist tatsächlich der Kanal der jeweiligen Ligen, also der Bundesliga-Kanal und nicht der FC Bayern-Kanal plus Borussia Dortmund-Kanal. Aber da der Hinweis, ich habe mir die gleiche Analyse auch schon mal mit den Top-Clubs aus Spanien und England und Deutschland gemacht und da was Ähnliches festgestellt. Also wann immer ich mich auf Deutschland beschränke, ist der FC Bayern immer absoluter Rekordmeister, heißt ja auch so, und uneinholbar weit vorne, insbesondere wenn man das eher so mit Mittelklasse-Clubs vergleicht, aber auch in Bezug zu Dortmund sind die in der Regel sehr, sehr weit vorne. Aber im internationalen Vergleich, gerade Manchester United, Real Madrid, Arsenal ist ganz weit vorne, Barcelona, sieht der FC Bayern auch relativ alt aus. Ich habe die Folie hier jetzt nicht drin. Ich habe aber trotzdem nochmal, oder ich kann nur darauf verweisen, ihr könnt gerne auf dem Blog einmal nachgucken, da habe ich die Auswertung auf. Und wenn ihr hinterher Kontakt aufnehmt, kann ich euch sie so auch einfach einmal zuschicken. Englisch und Darf ich Spanisch? ganz kurz aus Düsseldorf mich melden, lieber Ralf? Ja, klar. Prima, lieben Dank. Das ist halt einfach, als Vertriebler gehen einem dann die Gäule durch, wenn man so eine schöne Vorlage bekommt. Nein, ich will an der Stelle nur kurz darauf hinweisen, dass natürlich diese Entwicklung seit vielen Jahren beobachtet wird. Und der absolute Experte, den haben wir ja beide in Berlin getroffen. Das ist dann, ich sag mal, neben den vielen Fachkundigen und Experten, wie es der Ralf ja auch ist in diesem Bereich, der Mario Leo von der Agentur Result, der bei uns ja auch im Bereich Social Media mit Sportbusiness-Bezug als Dozent aktiv ist, der hat eine eigene Seite, digitale Sportmedien, da kann man mal drauf gehen, und der hat einen monatlichen Newsletter, wo die aktuellen Zahlen auch immer veröffentlicht werden. Und da werdet ihr eben genau auch das feststellen können in der Entwicklung, was der Ralf gerade gesagt hat. Bevor ich das vergesse oder inhaltlich gleich nicht mehr passt, wollte ich das loswerden und euch auch nochmal als Empfehlung weitergeben. Sorry für Sehr die gut. Unterbrechung. Kein Problem. Ich freue mich riesig über eine kurze Sprechpause und konnte einmal ganz in Ruhe was trinken. Ist natürlich richtig, Tim, dass Englisch und Spanisch von viel mehr Leuten gesprochen wird weltweit. Man hätte jetzt noch alle auf den englischen Kanal der Bundesliga noch einmal kumulieren können. Das ist eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise oder sehr einfach. Oberflächlich klingt immer so abwertend, das ist sehr einfach, aber es zeigt ziemlich genau das, was man auch in vielen anderen Dingen sieht, beispielsweise, dass auf Clubebene Real Madrid, Barcelona auch international, also über die Grenzen von Spanien hinaus, viel präsenter sind als beispielsweise Borussia Dortmund oder der FC Bayern, auch wenn da natürlich auch ein Riesenhype ist. Ich will es auch gar nicht schwarz malen, aber das ist einfach eine Beobachtung, die man auf Basis der Reichweite schon treffen kann. Auf der rechten Seite haben wir dann Zahlen, an denen man noch weniger rütteln kann, die jetzt nicht nur was mit der Sprache oder der Kultur zu tun haben, sondern nämlich die genauen Umsatzzahlen. Da ist die Bundesliga vor der La Liga. Das ist schön, gerade weil wir ja sportlich auch jetzt in letzter Zeit nicht so wirklich überperformt haben in den internationalen Wettbewerben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sehen aber da auch, dass die Premier League schon deutlichen Vorsprung hat. Einfach vor den beiden Ligen. Wettbewerb zwischen den Ligen, das ist ja total gut, dass es den gibt. Auch dass
jede Liga so ihre eigenen Stars hat, ihre eigenen Top-Clubs. Ich fände es nur super, wenn die Bundesliga bei so einem Ranking auch mal weiter vorne ist. Aber an sich ist dieser Dreiklang jetzt überhaupt noch nicht schlimm zu bewerten. Aber wir sprechen hier über das Thema Gefahr. Und wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, okay, die Bundesliga bleibt stehen und versucht, wie du gerade vorgeschlagen hast, Benjamin, sich über das Thema, wir machen es anders als alle anderen, wir machen die Digitalisierung nicht mit, um es jetzt sehr überspitzt zu sagen, zu positionieren, dann würde ich eben schon da die Gefahr sehen, dass sich die Machtverhältnisse dann noch mehr verschieben. Und das fände ich sehr schade. Ich habe ja oben im Action-Titel, also in der Überschrift der Folie, geschrieben, obwohl, Punkt, 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 die Überleitung zum nächsten Slide auch E-Sports wirklich mitreißen kann. Einfach nur mal eine kurze Frage. Ich habe jetzt hier keine direkte Umfrage, aber wer von euch war denn schon mal auf einem E-Sports-Turnier? Könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz im Chat angeben. Ich war mittlerweile schon zweimal da, beide Male hier in der Barclaycard Arena in Hamburg. Und habe einmal ein League of Legends Turnier gesehen vor 8000 Leuten und dann noch einmal ein Dota 2 Turnier. Ganz ehrlich, hätte man mir nicht gesagt, dass es Dota 2 ist, hätte ich gedacht, es ist League of Legends, weil die Unterschiede wirklich schwer zu unterscheiden sind. Jetzt kommt gerade von Tim eine Frage, zählt FIFA mit Freunden auch? Jein. FIFA, kann man darüber streiten, ob das E-Sports ist oder nicht. Hättest du jetzt gesagt, du warst schon bei einem FIFA-Event, dann ja, aber so mit Freunden zocken, das haben, glaube ich, schon mehrere gemacht. Aber schon mal nah dran. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber der Smiley deutet ja an, dass du das schon geahnt hast. Aber FIFA ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich beispielsweise in Österreich schon die sogenannte E-Bundesliga im Bereich FIFA. Da werde ich auch im Dezember, also in 3 bis 4 Wochen, hinreisen nach Wien und mir da das Finale angucken. Also dann das dritte Mal bei einem E-Sports-Event sein. Und muss sagen, auch wenn ich keine Ahnung von League of Legends und Dota 2 hatte, ich habe da echt ordentlich gejubelt. Und das, obwohl ich nicht wirklich viel verstanden habe von dem, was da gerade passiert. Es ist einfach sehr mitreißend. Ich habe bei dem League of Legends-Turnier innerhalb kürzester Zeit so viele Laola-Wellen gemacht wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und glaube jetzt nicht, dass viele sagen, ich bin jetzt kein Fußballfan mehr, weil E-Sports da ist, aber E-Sports kann schon echt ganz gut mitreißen. Meine These ist, dass das ganze Thema in Zukunft noch ein bisschen massentauglicher wird, gerade über solche Sportarten wie FIFA. Und auch in der Bundesliga ist das Thema ja teilweise schon angekommen, bei Stuttgart, Schalke, Wolfsburg und Leipzig. Richtig, ich habe eben extra nicht auf den Chat geguckt, weil ich gedacht habe, ich lasse mich davon jetzt nicht irritieren, ich gucke, wenn ich zu Ende gesprochen habe, drauf. Vollkommen richtig, Jan. Einige Bundesliga-Vereine haben auch schon E-Sportler. Ich weiß auch, dass über die 4, die ich gerade aufgezählt habe, hinaus sich noch weitere damit auseinandersetzen. Dortmund beispielsweise hat gesagt, ja, könnt ihr machen, aber ohne mich. Die haben ganz klar gesagt, wir machen nicht mit. Ich sage immer, es ist einfach nur wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Weil nichts ist ärgerlicher, als in 3 Jahren auf das Thema zu gucken und zu sagen, Mist, hätten wir uns das bloß mal angeguckt. Wenn man sich das jetzt heute anguckt und sagt, ja, das ist nichts für uns, dann hat man wenigstens eine Entscheidung getroffen. Und eine Entscheidung ist immer besser als keine Entscheidung, meiner Meinung nach. Und E-Sports ist bei weitem kein reines Erstligathema, auch beispielsweise Nürnberg, Bochum sind im E-Sports aktiv oder auch Tim, vollkommen richtig, wie du gesagt hast, SV Meppen hat auch eine E-Sports-Sparte, sodass das Thema nach und nach, meiner Meinung nach, massentauglich wird. SVW in Wiesbaden auch, vollkommen richtig. Also es gibt jetzt echt schon einige Clubs, die da aktiv werden. Das macht meiner Meinung nach gerade bei FIFA auch enorm viel Sinn. Ob das jetzt Counter-Strike sein muss oder League of Legends, weiß ich nicht. Aber ist einfach hochattraktiv, wenn man damit nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Ist ja aber leider nicht Thema dieses Vortrags. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal etwas mehr dazu. Oder wenn ihr eine konkrete Frage habt. Wird aber erstmal weitergehen. Wenn wir uns jetzt andere Sportligen in Deutschland einmal angucken, wir hatten eben schon diese Auswertung einmal zur Bundesliga-Reichweite. Auf der linken Seite die Zahlen dementsprechend nicht neu. In der Mitte sind jetzt noch dazugekommen die DKB-Handball-Bundesliga, die Basketball-Bundesliga und die Eishockey-Liga. Und da würde ich jetzt relativ schnell drüber gehen, weil wir sehen, dass die von der Reichweite her an sich nicht so groß sind wie die Bundesliga. Ich weiß, dass sie gerade über verschiedene Telekom-Pakete beispielsweise auch im Fernsehen immer mehr übertragen werden. Das finde ich auch total super. Ich finde es auch, habe eben schon gesagt, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das gilt sowohl zwischen der Bundesliga und internationalen Ligen, aber auch innerhalb von Deutschland. Also der Fußball, den kann es nur gut tun, wenn er sich da auch mit anderen Sportarten messen muss und nicht diesen rein Elite-Status, und ich habe gerade Anführungszeichen gesetzt, hat.
Diese Umfrage habe ich, wie gesagt, auch schon auf der Spielmacher-Konferenz gemacht, live und unter meinen Lesern. Da war der Blog zugegebenermaßen noch ein bisschen kleiner, aber es haben trotzdem 51 Leute mitgemacht, hat mich sehr gefreut. Und wir sehen hier einmal ganz kurz, wie die abgestimmt haben. Die haben gesagt, ausländische Ligen und E-Sports sind ganz klar vorne. Das deckt sich auch mit dem, was ich gesagt habe. Und ich habe nicht vorher gesagt, was ich abstimmen werde. Ich habe natürlich live mitgemacht, aber die konnten nicht sehen, für was ich abgestimmt habe. Thema Amateurfußball, haben auch immerhin 6 Leute gestimmt, andere Sportarten 9. Und da ist nur noch einmal der Hinweis wichtig. Ich glaube, in unserer Abstimmung kamen auch ausländische Ligen auf Platz 1, E-Sports auf Platz 2, aber mit nur einer Stimme Unterschied, wenn ich mich richtig erinnere, war Amateurfußball. Das heißt, ihr habt noch mal mehr Hoffnung, noch etwas größere Hoffnung in den Amateurfußball. Oder anders formuliert, ihr habt noch mehr Angst vor dem Amateurfußball. Aber grundsätzlich deckt sich das schon. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Kommen wir zur nächsten Frage quasi. Wir haben gerade gesagt, es gibt Gefahren, es gibt gewisse Wettbewerber. Wir wollen uns ja aber auch mit Trends beschäftigen. Deshalb die Frage, welche Trends beeinflussen eurer Meinung nach das digitale Fanerlebnis zukünftig immer stärker? Ich habe natürlich auch hier ein, zwei Slides hinterher vorbereitet, auch die Umfrage schon mal gemacht und würde mich riesig freuen, wenn ihr hier auch noch einmal ganz, ganz kurz durchklickt, ob es eher Virtual oder Augmented Reality ist, ob es Club-Apps sind, die mehr sind als nur Nachrichten-Apps, ob es Personalisierung ist, Live-Entertainment-Formate oder auch hier wieder sonstiges. Ich nutze die Zeit einmal, um mir was nachzuschenken. Ihr seid euch nicht ganz so einig, oder beziehungsweise ihr seid euch einig, aber es ist jetzt nicht so, dass eindeutig was vorne liegt. Mir ist gerade aufgefallen hier in Düsseldorf, dass wir drei Angaben bei Sonstiges hatten. Jetzt haben wir nur noch eine. Ich glaube, die Kandidaten haben Angst, dass du sie wieder zwingst, in den Chat zu schreiben, was sie damit meinen. Aber ob du diese Frage stellst, Okay. überlasse ich mal dir. Sehr gut. Ich frage euch jetzt mal einfach nicht. Ich werde dann heute Nacht zwar nicht schlafen, aber ich frage euch jetzt trotzdem nicht. Vielen Dank für den Hinweis, Benjamin. Wäre ich jetzt, hier in Hamburg gibt es ja immer den Dom, für die, die eher aus dem Süden kommen, das ist so ein quasi ein großer Jahrmarkt. Da gibt es immer so Pferderennen, das wird immer sehr aufregend kommentiert. Das hätte ich jetzt auch machen können, während sich die Balken hier so langsam füllen, aber ich habe jetzt mal drauf verzichtet. Ich wollte, dass ihr euch voll und ganz auf die Abstimmung konzentrieren könnt. Und da ist jetzt rausgekommen, könnt ihr ich glaube, ihr könnt die Ergebnisse jetzt schon sehen. Wenn nicht, wäre es super, wenn wir das einmal, okay, kommen gerade über den Chat die Nachricht, ja, könnt ihr, perfekt. Dann lasst uns das einmal kurz interpretieren. Club-Apps mit Features. Ich weiß, das ist etwas komisch formuliert, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich habe natürlich die HSV-App auf meinem Smartphone, aber nicht nur die HSV-App. Warum, werde ich euch gleich noch verraten. Und welche App das ist auch. Die hat eine relativ starke Nachrichtenfunktion und ich glaube eben, dass es auch Apps geben könnte, die ein bisschen mehr können als nur Nachrichten. Das sehen auch einige von euch so. Da haben für Live-Entertainment-Formate gestimmt. Als ich das bei der Spielmacher-Konferenz vorgestellt habe, haben da, glaube ich, relativ wenige für gestimmt. Das sehen wir aber auch gleich noch. Ich habe die Ergebnisse noch. Wäre natürlich spannend zu wissen, ob ihr mit Live-Entertainment-Formate jetzt tatsächlich die Helene Fischer nochmal in der Halbzeitpause sehen wollt oder ob ihr euch da was anderes von erhofft. Ich glaube, bei der Live-Umfrage hatte ich sogar ein Bild von Helene Fischer, aber das war mir dann doch etwas zu gewagt, weil ich natürlich nur lizenzfreie Bilder jetzt nehmen wollte, weil das Ganze hier aufgenommen wird. Dann relativ spannend, auf Platz 2 teilt sich das Thema Personalisierung und Virtual bzw. Augmented Reality und Sonstiges. Ich muss jetzt einmal runterscrollen, damit ich das sehe. Eine Person. Okay, das ist die entweder es nochmal drauf anlegen möchte oder die von eben, die schon einfach nicht rebellisch nicht geantwortet hat. Das ist aber auch in Ordnung. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einmal weiter und die Punkte einmal durch. Ich würde, glaube ich, versuchen, ein bisschen mehr Zahn zuzulegen, weil ich noch ein, zwei Folien habe. Das Thema Virtual oder Augmented Reality. Ich habe eine Brille hier zu Hause. Ich hätte sie jetzt aufsetzen können, aber da hätten alle relativ wenig von gehabt. Dann, für mich fühlt sich das immer so an, dass es
im ersten Moment echt cool ist und super aufregend und alles ganz, ganz neu. Insbesondere wenn man mal eine richtig gute Brille auf hat. Ich habe jetzt so ein Plastikding, da kann ich mein Handy reinschieben, aber es gibt ja auch richtig tolle, die Microsoft HoloLens beispielsweise, die dann auch mehrere tausend Euro kostet. Das ist schon echt cool. Problem ist, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste ein ganzes Fußballspiel so gucken, hätte ich glaube ich keinen Spaß daran, weil das irgendwann echt Kopf- und Nasenschmerzen gibt. Vielleicht liegt das an meinem schlechten Modell, aber mit Sicherheit auch einfach daran, dass das Handy dann nur 2,5 Zentimeter gefühlt von den Augen entfernt ist. Das funktioniert bei mir auch nicht so gut. Technisch nicht ausgereift, damit meine ich vor allen Dingen diese günstigen Modelle. Wenn ich etwas auf dem Handy nur habe, dann habe ich damit immer noch ein, zwei Probleme und finde es jetzt nicht so hundertprozentig komfortabel. Und wenn man was richtig Cooles haben will, dann ist es meiner Meinung nach gerade einfach noch zu teuer. Nichtsdestotrotz finde ich es cool und ich habe später auch noch ein, zwei Beispiele zur Augmented Reality. Jetzt schreibt Nikolas gerade was. Ich gehe einfach mal weiter. Wenn sich die NBA hat gerade eine Kooperation mit Intel, in der 360-Grad-Kameras in der Halle positioniert werden und dem Zuschauer zu Hause ein Live-Erlebnis vermitteln soll. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich würde das auf jeden Fall, wenn es das tatsächlich, wenn es das im Fußball auch gibt, dementsprechend mal ausprobieren. Ich habe auch schon einzelne Zusammenschnitte mit 360-Grad-Kameras gesehen, aber ein ganzes Fußballspiel bisher noch nicht angucken können. Und wenn, dann müsste ich mir, glaube ich, auch eine coolere Brille kaufen, die etwas komfortabler ist. Wir haben gerade den Hinweis NBA, NFL. Das gleiche bei der NFL gibt es Videos aus der Kabine. Da ist man dann nochmal näher dran. Also nicht nur, weil es Videos aus der Kabine gibt, sondern auch, weil die dann, ich vermute jetzt, weil du das in dem Zusammenhang schreibst, auch im 360-Grad-Modus sind. Es ist auf jeden Fall ein Trend, der super wichtig ist, aber ich glaube, Stand jetzt muss da noch ein bisschen was passieren, bis das wirklich das Fanerlebnis revolutioniert. Hier mal weiter. Club-Apps mit Features. Wenn ich mich daran erinnere, als ich das letzte Mal ein Ticket für ein Bundesligaspiel gekauft habe, dann habe ich das versucht, über das Handy zu machen und habe dann irgendwann genervt aufgehört, weil es einfach nicht ging. Ich habe es nicht hinbekommen übers Handy. Ich habe versucht, über das Handy zu bestellen. Das hat nicht funktioniert. Ich bekomme gerade den Hinweis von Benjamin, dass ich meine Webcam einmal neu starten soll. Das mache ich und hoffe, ihr könnt mich jetzt wieder sehen. Ich wink einmal. Wenn ihr immer noch Probleme habt und ich irgendwie eine hässliche Grimasse mache und ein Standbild ist, dann sagt gerne Bescheid, nachdem ihr einmal euch darüber amüsiert habt, was ich gerade sagen wollte. Ich habe aufgegeben, mit dem Handy ein Ticket zu kaufen und bin an den PC gegangen und habe da bestellt. Das ist was, was man sich beispielsweise im Onlinehandel heute nicht mehr erlauben könnte. Wenn, okay, die Hauptsache ist, dass der Ton funktioniert. Ich mache jetzt einfach einmal weiter oder versuche nebenbei das zu lösen. Aber hatte ja schon gesagt, dass ich nicht so wirklich hundertprozentig multitaskingfähig bin. So, jetzt habe ich genug geklickt. Das könnte sich aber einfach beispielsweise in Zalando nicht erlauben. Wenn ich es nicht schaffen würde, über Zalando ein T-Shirt über das Handy zu bestellen, würde ich garantiert nicht den Laptop hochfahren, nur um ausgerechnet bei Zalando ein T-Shirt zu bestellen. Dann ist die Amazon-App, die Otto-App, die About You-App nochmal ein Ticken näher dran als der Weg zum Computer. Und das geht dann auch damit weiter, dass man mittlerweile heute sogar in der Deutschen Bahn mit einem Mobile-Ticket relativ weit kommt. Im Fußball gibt es das größtenteils überhaupt noch nicht. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, weil um so ein Mobile-Ticket zu etablieren, braucht man mehr als einen QR-Code auf dem Handy. Man braucht beispielsweise die Lesegeräte, die das dementsprechend auch interpretieren können. Die gibt es heutzutage so ja nicht, weil man in der Regel die Handys nicht in die Lesegeräte für die Papierkarten legen darf oder legen kann. Dann hat man das Problem der Sonneneinstrahlung, die dann da noch ein Riesenthema ist. Also es ist nicht einfach. Aber trotzdem kennen wir Konsumenten, glaube ich, beispielsweise das Mobile-Ticket aus anderen Bereichen schon sehr gut. Wie gesagt, sogar die Deutsche Bahn, die jetzt ja in der Regel nicht der innovativste Player ist, hat beispielsweise dieses besagte Mobile-Ticket. Dann, es funktioniert mein Klicker nicht, weil ich gerade an der Webcam gespielt habe, das Thema Personalisierung. So ein Zitat von Steve Jobs wollte ich schon immer mal in eine Präsentation einbinden und freue mich, dass es heute gelungen ist, beziehungsweise dass heute auch durchaus Sinn macht. Alle sprechen von der Digitalisierung und Steve Jobs hat schon gesagt, get closer than ever to your customers, so close
that you tell them what they need well before they realize it themselves. Also er sagt damit, wir sollen quasi raus, wir sollen dem Kunden sagen, was er will, bevor er weiß, dass er es will. Das ist natürlich Personalisierung auf sehr hohem Niveau. Mittlerweile muss man aber festhalten, dass Personalisierung nicht nur im Fußball, sondern überall, also auch im Online-Shopping, der in der Regel relativ fortschrittlich ist, also ich spreche jetzt von Online-Shopping als Branche, nicht von einzelnen Unternehmen, dass selbst da die Personalisierung noch durchaus begrenzt ist. Klar, ich bekomme Newsletter, in denen steht Hallo Ralf und nicht Hallo Online-Shopper, aber ich bekomme bei weitem nicht bei jedem Bundesligisten personalisierten Newsletter und das ist jetzt erstmal nur die Spitze des Eisbergs. Was jetzt gerade ganz viele versuchen, dass sie innerhalb der App immer fragen, hey, bist du heute im Stadion, guckst du das Spiel vom Fernseher oder guckst du das Spiel überhaupt nicht, um dann dementsprechend die App umzugestalten, also die Live-Funktion beispielsweise umzugestalten. Aber das ist immer noch eine Live-Funktion. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass Apps in Zukunft da noch ein bisschen mehr können. Dann das Thema Live-Entertainment-Formate kam bisher nicht so hundertprozentig super an in der Bundesliga. Ich habe hier einfach nur mal ein paar demonstrative oder sehr provokative Bilder aus verschiedenen Fankurven. Klar weiß ich, dass sie sich teilweise auch auf andere Dinge beziehen, die jetzt nicht nur ausschließlich Live-Entertainment sind, aber es geht immer um das Thema Kommerzialisierung. Also wie versucht die Bundesliga noch mehr Geld mit der begrenzten Anzahl an Spielen zu machen, die sie hat. Das Thema Zerstückelung der Spieltage ist da sicher auch wichtig. Das Thema Zerstückelung der TV-Berichterstattung ist da sicherlich auch ein Thema. Und wir sprechen jetzt ja aber gerade von dem Thema Live-Entertainment-Formate. Ich glaube, die Leute, die ins Stadion gehen wollen, vor allem Fußball sehen. Deshalb zahlen sie auch Geld, deshalb gehen sie ins Stadion. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise mal das E-Sports-Turnier angucke, auf dem ich jetzt vor 2 Wochen war, die ESL One, es ging, wie gesagt, um das Thema Dota 2, es wurde um 1 Million Dollar Preisgeld gespielt und 8.000 Leute haben zugeguckt. Eigentlich aber sogar 20.000, weil dieses E-Sports-Turnier, das war nicht mal eben 90 Minuten, sondern das ging von ungefähr von 10 Uhr morgens bis 20, 22 Uhr abends und das nicht nur an einem Tag, sondern von Donnerstag bis Sonntag. Also das Thema Event scheint auch bei gewissen Fans ganz gut anzukommen. Ich sage jetzt nicht, dass ein Fußballspiel morgens um 10 anfangen muss und bis abends um 22 Uhr gehen muss, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man gerade für Fans, die schon etwas weiter angereist sind, für die Fans, die Lust haben auf Live-Entertainment, und 6 von euch haben es ja gerade geklickt, also wenn wir 6 von 32 sind, dann ist das immerhin knapp ein Fünftel. Also wenn man sagen würde, 20% der Fußballfans haben Bock auf Live-Entertainment-Formate, ich weiß, es ist gewagt, dann könnten wir festhalten, da geht eventuell noch was. Aber das muss meiner Meinung nach nicht in der Halbzeitpause passieren. Das kann sehr gut vor dem Spiel passieren, um so ein bisschen anzuheizen. Das kann sehr gut nach dem Spiel passieren, um zu feiern oder aber auch zu trauern. Und dann hätten auch die Fans, die Lust haben, also die 20% von euch, die Lust auf Live-Entertainment haben, wüssten dann, alles klar, ich gehe einfach ein bisschen früher hin oder ich gehe einfach ein bisschen spät oder ein bisschen später nach Hause. Aber das Fußballspiel an sich sollte nachts meiner nachts, jetzt habe ich gerade gelesen und nebenbei gesprochen, sollte meiner Meinung nach im Zentrum des Ganzen stehen und auch nicht durch irgendwelche Entertainment-Formate, Helene Fischer oder ähnliches beeinflusst werden, die in der 15-minütigen Halbzeitpause ein gefühlt 30-minütiges Konzert gibt. Das funktioniert nicht. Ich lese jetzt einmal ganz kurz, damit es nicht wieder zum Unfall kommt. Genau, die Jungs mit den Bannern sitzen auch nachts vor dem TV und gucken Super Bowl. Vorher, nachher, genau, vorher, nachher wäre gut. In der Pause richtig, WC, Bier holen, ab und zu. Die Frage, oder ob das bei uns im Norden anders ist, nein, auch wir müssen grundsätzlich auf Toilette und nehmen Flüssigkeiten jeglicher Art zu uns. Für mich gehört dann aber immer noch meistens dazu auch noch eine Bratwurst oder Pommes oder irgendwas anderes aufzunehmen. Mir ist nur immer wichtig, dass ich dann rechtzeitig wieder zurück bin. Ich finde nichts stressiger als aus dem Inneren des Stadions hören zu müssen, wie ein Tor fällt oder auch eben kein Tor fällt, sondern einfach die Gefahr, dass eins fallen könnte. Als Fahrer natürlich immer Alster für die in Süddeutschland, das ist quasi das Radler, wie man es in der Österreich und in der Schweiz nennt, weiß ich nicht, das ist quasi Bier mit Brause gemischt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten fragt gerne nochmal in die Runde. Das zum Thema Alkoholkonsum. Jetzt
habe ich euch eben schon gesagt, ich habe das ganze Thema auch auf der Spielmacherkonferenz einmal abgefragt und bei unter einigen meiner Leser. 49 Leute haben abgestimmt und das ist nicht ganz so eindeutig. Also hier sehen viele Virtual Reality, Augmented Reality ganz weit vorne, Club-Apps, die mehr können als nur Nachrichtenportal sein und das Thema Personalisierung. Live-Entertainment-Formate war hier so ein bisschen mehr abgeschlagen. Dann haben wir quasi das zweite Thema, Gefahren und Trends. Gucken wir uns mal an, was denn teilweise schon passiert, weil es ist ja nicht alles schlecht. Vor dem Audi Cup 2017 waren alle Trainer an einem Ort, könnte man meinen. Es fand nämlich eine Pressekonferenz statt zwischen Carlo Ancelotti, links in der Mitte Jürgen Klopp und Diego Simeone, rechts der Moderator, dessen Namen ich jetzt nicht kenne. Und wenn ich euch jetzt den Hinweis gebe, das Ganze fand über eine Hologrammtechnik statt und man hat dieses Bild in natürlich hervorragend ausgeschnittener Qualität. Fällt es sehr schwer zu beurteilen, wer tatsächlich da ist und wer nicht. Das ist also wirklich echt ganz spannend gemacht. Ich habe mir das Video ein paar Mal angeguckt. Das sieht so ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise, zumindest so wie ich mir das vorstelle. Ich habe Raumschiff Enterprise, ich habe nämlich nie geguckt, um auch noch was Privates von mir preiszugeben. Aber die beiden mittleren Trainer aus dem Ausland wurden dann in dem Fall zugeschaltet. Also es wird ein bisschen gespielt, natürlich vom FC Bayern München, beziehungsweise von Audi. Dann noch ein Screenshot von, danke für den Hinweis, Dieter Niklas als war in dem Fall anscheinend der Moderator. Vielen Dank, Dirk. Dann von Bayern einmal nach Köln, da läuft zwar sportlich gerade überhaupt nicht. Dafür können die Clubs aber können die Fans mittlerweile im Stadion mit ihrem Handy zahlen. Das heißt, man muss nicht immer Bargeld mitschleppen und ganz ehrlich, ich bin wirklich kein Fan von Bargeld. Ich habe häufig das Problem, dass ich irgendwelche Dinge nicht kaufen kann, weil ich gerade kein Bargeld dabei habe. Bin ein Riesenfan von Kartenzahlung, mache es noch lieber natürlich über Smartphone, aber da sind wir in Deutschland einfach noch nicht so weit. Der erste FC Köln schießt zwar keine Tore, gewinnt keine Spiele, aber die Fans können sich dann wenigstens in der Halbzeit das Bier bzw. die Wurst mit dem Handy kaufen. Immer noch beim ersten FC Köln. In vielen Branchen ist das Thema Bots gerade sehr, sehr groß. Also man fragt sich quasi, wie kann man eine gewisse Art der Kommunikation standardisieren, automatisieren. Und der erste FC Köln hat als einziger Bundesligist einen Facebook-Bot, den nennen sie liebevoll Geißbot, aufgrund des Geißbots, der ja das Maskottchen vom ersten FC Köln ist. Und ich habe den mal ausprobiert. Ich habe also geschrieben, hallo lieber Bot, wann ist denn das nächste Heimspiel? Und wie ihr auf der linken Seite sehen könnt, hat der Bot dann innerhalb von wenigen Sekunden geantwortet und gesagt, hey Ralf, Personalisierung, ne, haben mich direkt angesprochen, finde ich natürlich super. Wenn ich das richtig verstehe, würdest du den FC gerne im Stadion begleiten und interessierst dich für Tickets. Möchtest du in zu einem, es ist natürlich jetzt schade, dass sie nochmal fragen, ob ich ein Heimspiel, Auswärtsspiel oder den Spielplan haben möchte, aber sie haben grundsätzlich verstanden, was ich grob möchte. Ich habe ihnen dann gesagt, lieber Geistbot, ich möchte ganz gerne was über Heimspiele erfahren. Da haben die geschrieben, ja, hey, je nach Heimspiel haben wir unterschiedliche Vorverkaufsfristen und haben mir weitere Informationen angeboten. Der fragt immer fleißig, kann ich dir helfen? Ich habe ein, zwei Mal gebraucht, um den idealen Screenshot zu finden, habe dann dementsprechend auch ein, zwei Mal Nein geklickt. Aber das nur, um mal aufzuzeigen, hey, die spielen zumindest ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass die mein Fanerlebnis komplett revolutioniert haben, aber die versuchen wenigstens mal was. Und das ist ja häufig bei der Digitalisierung oder bei digitalen Themen so. Dass es nicht so ist, dass man von heute auf morgen den Schalter umlegt und sagt, wir sind jetzt digital, aber dass man zumindest mal versucht. Und wenn das mit dem Bot nicht klappt, dafür aber das mobile Zahlen super ankommt, dann stampft man den Bot halt wieder ein und fährt noch mehr Budget zu mobilen Zahlen. Also darum geht es ja, dass man ein bisschen probiert und dem Kunden das gibt, was er haben möchte, oder eben genau das gibt, was er eventuell noch nicht haben möchte. Gehen wir einmal weiter. Vom unteren Ende der Tabelle zum oberen Ende, wieder zurück zum FC Bayern. Ihr seht auf der einen Seite, oder ihr seht mehrere Bilder, die ganz aufmerksam von euch können jetzt versuchen rauszulesen, welche Bücher ich so in meiner Freizeit lese. Das ist nämlich bei mir im Wohnzimmer. Und ich hatte nicht das Glück, dass Arjen Robben tatsächlich vorbeikam. In der Regel lasse ich die Leute auch die Schuhe ausziehen, bevor sie reinkommen, gerade auf dem Holzfußboden. Ein hat aber eine Ausnahme gehabt, das heißt, der durfte noch etwas durfte die Schuhe anbehalten. Die neue Augmented Reality-Funktion der FC Bayern-App. Damit wisst ihr jetzt quasi auch, welche andere Club-App ich noch auf meinem Handy habe. In der Mitte seht ihr mich auch noch einmal in ganz, ja, teilweise auch sogar mit Brille. Und ich habe mich riesig gefreut, dass Arjen vorbeigekommen ist. Es gab sehr, sehr viele
Posts dafür. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, warum macht der FC Bayern das? Was bringt denen denn das? Ich meine, ich weiß ja, wie das Trikot aussieht. Trotzdem ist es einerseits eine coole Spielerei. Ich habe es jetzt hier in dieser Präsentation aufgegriffen. Ist für die Telekom auch ganz nett, weil die Telekom ist ja auch relativ präsent. Also diejenigen von euch, die jetzt beispielsweise mal auf Arjens Brust gucken auf der linken Seite, auch Adidas sieht man. Und man könnte sich jetzt sagen, ja gut, dann sehen das so ein paar Leute, die die App haben, die eh schon Bayern-Fans sind. Es gab zeitgleich auch eine Twitter-Kampagne, die haben nämlich ein Gewinnspiel gemacht und etwas verlost für diejenigen, die die coolsten Bilder posten. Das heißt, man hat Arjen Robben dann teilweise auf den höchsten Bergen der Welt am Strand gesehen oder an allen unmöglichen Orten und dadurch eine enorme Reichweite erzielt. Was einfach eine ganz, auch wieder eine spannende Spielerei ist. Kostet natürlich extrem viel Datenvolumen, ist auch nicht so hundertprozentig einfach, den Arjen da einmal ins Leben zu rufen oder ins Wohnzimmer zu bringen, aber trotzdem ganz spannend. Das Thema Augmented Reality ist auch nicht nur beim FC Bayern Thema, sondern auch bei OneFootball. Ich weiß nicht, wer von euch OneFootball nutzt. Ich bin da in der letzten Zeit immer mehr drauf gekommen, weil ich festgestellt habe, was Live-Berichterstattung angeht oder Live-Ticker angeht, sind die einfach viel schneller als viele anderen. Und auf dem ersten Bild oben links seht ihr quasi im Hintergrund einen meiner beiden Arbeitsplätze quasi im Wohnzimmer. Ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer. Und ich habe einmal auf dem Wohnzimmertisch das Spiel, die Spielaufstellung, die Aufstellung der Spieler vom HSV gegen Stuttgart aufgezeichnet. Und ich kann da nicht nur drumherum gehen, genau wie beim Arjen, den ich ja auch von hinten sehen konnte. Wir können auch einzelne Informationen aufrufen und sehen beispielsweise, dass Philipp Kostic ein Tor geschossen hat. Das war natürlich nach dem Spiel. Vorhersagen können Sie es noch nicht. Das wäre auch ganz spannend. Und da kann man sich jetzt fragen, was bringt denen das Ganze? Da ist ein Sens von, oder das Marketing. Das Marketingpotenzial nicht ganz so groß, weil hier jetzt keine anderen Firmen eingeblendet sind. Aber auch OneFootball ist beispielsweise bei dem Screenshot, den ich nicht zurechtgeschnitten habe, auf der rechten Seite präsent im Screenshot. Dass wir auch da sehen, Augmented Reality kommt immer mehr an. Und das war auch ungefähr zeitgleich, dass beide etabliert wurden. Insofern scheinen da gerade einige dran zu sein, was ich persönlich sehr spannend finde. Jetzt die Frage, warum machen die das denn? Ich meine, wir Fans gehen ja ins Stadion, weil wir Fußball gucken wollen. Trotzdem helfen diese kleinen innovativen Kniffe, um noch ein bisschen innovativer zu wirken, aber auch um uns davon abzuhalten, uns beispielsweise dem Amateursport zuzuwenden oder ausländischen Ligen oder den E-Sports. Ich habe gerade eben schon gesagt, es gibt teilweise Dinge, die wir aus anderen Branchen schon kennen. Da können wir jetzt von Hygienefaktoren sprechen. Also was sind quasi Dinge, die wir vom Fußball einfach erwarten? Ich habe schon, weil ich auch einige Interviews für Abschlussarbeit oder für wissenschaftliche Arbeiten gebe, dann auch dementsprechend in diese Arbeiten reinschauen können und da gesehen, dass andere auch das Interview geben oder Interviews geben und sagen, ja, dieses Mobile Payment, das brauchen wir ja nicht. Wiederum andere sagen, ja, das brauchen wir doch. Und gerade von Fanseite wird das enorm stark nachgefragt. Dann bringen diese innovativen Hilfe natürlich auch Reichweite. Ich beispielsweise hätte mir nie im Leben die Bayern-App runtergeladen, wenn es da nicht diese coole Augmented Reality-Funktion gegeben hätte, weil ich einfach kein Bayern-Fan bin. Das war ich mal als ganz, ganz kleiner Ralf, weil ja, es war einfach cool, damals Bayern-Fan zu sein. Ich hoffe, ihr tretet jetzt nicht aus, weil ihr beleidigt seid, aber ganz, ganz früher als kleines Kind war ich Bayern-Fan. Witzigerweise hatte ich zu der Zeit sehr viele HSV-Fans zum Freund, also habe ich immer noch, aber zu der Zeit hat der HSV mal noch gegen Bayern gewonnen, weshalb ich dann sehr, sehr unglücklich war. Jetzt, seitdem ich HSV-Fan bin, ist das eher andersrum. Also es bringt kein Glück, wenn ich Fan eines jeweiligen Clubs bin. Dann das Thema Image. Ganz ehrlich, wenn Bayern diese Augmented Reality-Funktion hat, wenn Köln den Geissport testet, aber auch das mobile Zahlen anbietet, finde ich schon, dass diese Clubs recht innovativ sind. Gerade innovativer auch als die Clubs, mit denen ich sonst hauptsächlich interagiere. Also ich weiß beispielsweise, dass der HSV diesen Geissport ein Geistbot sowieso nicht hat. Also sie könnten ja einen Dino-Bot haben, weil der Dino ja unser Maskottchen ist, haben sie aber auch. Ist jetzt nicht so, dass ich deswegen sage, alles klar, ich werde jetzt Köln oder Bayern-Fan, aber trotzdem definitiv ein Punkt, der das Image ein bisschen steigert. Das Thema Begeisterung sollte natürlich auch nicht zu niedrig bewertet werden. Also es geht ja immer darum, seine Fans nicht nur ins Stadion zu bringen, die dazu bringen, ein Trikot zu kaufen und dazu zu bringen, Sky-Abonnement abzuschließen. Und es geht ja auch, den Fans das zu geben, was sie eigentlich wollen. Warum sind wir Fußballfans? Nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben. Das können zwar einige sicher meinen, aber nein, so ist es nicht. Sondern bei mir persönlich ist es zumindest so, ich möchte begeistert werden. Ich erlebe da einfach Emotionen, die ich sonst
sehr, sehr selten erlebe. Teilweise auch negative Innovationen, das kann man ja nicht immer planen, gerade wenn man HSV-Fan ist, aber teilweise auch echt positive Emotionen. Ich habe normalerweise immer eine Smartwatch um, die habe ich jetzt natürlich abgenommen, weil das nervt, wenn die während des Vortrags oder während des Webinars immer vibriert, aber trotzdem kann ich darüber ja beispielsweise meinen Puls messen. Wenn ich während eines HSV-Spiels meinen Puls messe, das ist unglaublich, was ich da erlebe. Ich bin da jetzt auch sehr stark involviert, aber trotzdem zeigt das einfach, dass das ganz besondere Emotionen sind. Und über so ein paar innovative Kniffe kann man zumindest bei mir dafür sorgen, dass ich noch ein bisschen begeisterter bin und dann vielleicht nochmal stolz erzähle, wenn es sportlich nicht läuft. Guck mal, als Köln-Fan kann man jetzt ja auch zu deinem Freund gehen, ja, läuft zwar sportlich überhaupt nicht bei uns, aber immerhin kann ich bei uns mobil zahlen. Vermutlich würden sie trotzdem gerne mit dem FC Bayern tauschen, aber das vielleicht als kleines Trostpflaster in dieser Richtung. Kommen wir zum Thema Ausblick, dem letzten Kapitel. Gibt aber bis dahin erstmal noch Fragen von eurer Seite. Ich nutze die Frage nach Fragen mal, um einen Schluck zu trinken. Jetzt halt mal die Kommentare, die noch in der Zwischenzeit gekommen sind. Rapid Wien, seit dem neuen Stadion kann man nur per Karte zahlen, funktioniert bestens. Ist natürlich cool, also Karte finde ich persönlich auch schon mal besser als Bar. Andererseits bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob jetzt so die Karte wirklich gerade das Innovativste ist, was man sich ausdenken kann. Ist trotzdem schon mal sehr viel näher dran als viele anderen, deshalb auf jeden Fall cool. Das Finale der E-Bundesliga ist auch in Wien. Ich weiß nicht, ob ich es dann an dem Wochenende auch noch schaffe, tatsächlich ins Stadion von Rapid zu gehen, wenn die überhaupt ein Spiel haben. Andererseits kann ich das, weil wir, ich sag meine Freunde und ich, wir fahren da zusammen hin, nur 3 Tage da sind, dann kann ich das, glaube ich, schwer verkaufen, wenn ich sage, ich bin den einen Tag beim FIFA-Turnier, den anderen Tag im Stadion und den dritten können wir auf dem Weg zum Flughafen, wenn wir nach Hause fliegen, noch mal kurz was anderes machen. Aber vollkommen richtig. Vielen Dank, Martina. Freut mich, dass du das schlüssig fandest. Ich hoffe, du bist nicht die Einzige, ohne dass ihr das jetzt alle einmal schreiben müsst. Schalke 04, der Ärmelsponsor, richtig. All You Need Is Fresh, ein Startup, was versucht, online Lebensmittelhandel gerade so ein bisschen alltagstauglich zu machen. Ich habe gerade witzigerweise diese Woche das allererste Mal bei Rewe online meine Lebensmittel bestellt. Aber All You Need Is Fresh, mit Sicherheit auch noch ein Anbieter, der relativ ja, groß auf dem, ja, versucht den Lebensmittelmarkt zu revolutionieren und habe auch gelesen, einer der großen Vorteile dadurch, dass die Clubs jetzt ihren Ärmel selbst vermarkten können, das ist ja jetzt eine Revolution im Vergleich zu den vorherigen Saisons, können sie auch weitere Spielereien machen und da wurde All You Need Is Fresh auch als Beispiel genannt, weil Schalke im Ärmel nicht nur das Logo von All You Need Is Fresh hat, sondern auch ein Chip integriert hat, mit dem die Fans, die dieses besagte Trikot haben, die also gezwungen werden, sich ein neues zu kaufen, im Stadion zahlen können. Ich muss einmal ganz kurz hochscrollen, weil ich nicht weiß, ob vor Thomas noch was gekommen ist. Genau, es wäre cool, wenn man gerade zum Thema Karte ein bisschen was, wenn man das mit der App kombinieren könnte. Also wenn man entweder die Karte oder die App hat oder über eine App die Karte aufladen kann. Auf jeden Fall guter Hinweis. Nochmal. Ah, genau, Thomas hatte noch gefragt, was kostet denn so eine AR-App à la FC Bayern. Ich weiß nicht genau, wie du diese Frage meinst, aber fürs Runterladen kostet es an sich nichts. Aber ich vermute, dass das nicht deine Frage war, sondern die ihr darauf abgezielt habt, was kostet mich das als Club, so eine App bereitzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft immer günstiger wird. Beispielsweise hat Apple mit dem neuen iPhone ja auch das Apple AR-Kit vorgestellt. Was wollen Sie damit erreichen? Sie wollen damit möglichst viele Anbieter von iOS-Apps dazu ermächtigen, dass sie vermehrt AR nutzen können. Warum braucht man das? Um Augmented Reality zu nutzen, muss man ja beispielsweise erkennen, wo ist eine Fläche? Also wo kann ich den einen ROM überhaupt hinstellen? Nicht, dass der auf einmal irgendwo steht und mit dem Türrahmen oder durch die Tür durchgetrennt wird. Das ist dann natürlich kein schönes AR-Erlebnis. Momentan würde ich also sagen, es ist auf jeden Fall teurer, wenn ich jetzt zu einem externen Entwickler gehe und sage, ich möchte eine App haben, die AR kann, als wenn sie das nicht kann. Aber da könnte man ja auch relativ schnell einen Case draus machen und einmal sagen, alles klar, wie viel 100.000 oder wie viel 1.000 Euro kostet uns das mehr und welchen Werbewert spielen wir beispielsweise dadurch ein, dass wir ein Gewinnspiel machen und alle die Bilder posten, weil die Telekom das sicher klasse findet, Adidas das super findet und
Wie gesagt, ich habe jetzt die Bayern-App dadurch bei mir auf dem Smartphone. Ich kaufe sicher nicht das neue Bayern-Trikot, aber trotzdem ist das ja eine gewisse Erhöhung der Reichweite. Sven, denkst du, Fans werden in Zukunft direkt Einfluss auf Spielgeschehen haben infolge der Digitalisierung, zum Beispiel über ein Voting direkt im Stadion, über eine App, in der die Fans einen Spieler in der Stammelf oder zur Einwechslung wählen können? Das ist natürlich super spannend. TC Freisenbruch, mit dem bin ich tatsächlich auch in Kontakt. Da wird es auch in Zukunft ein Interview geben. Zu der Frage direkt, Sven, ich kann mir das aktuell sehr, sehr schwer vorstellen, weil was ist das Kerngeschäft? Das Kerngeschäft vom Fußball ist das Spiel an sich. Häufig hat man da schon das Gefühl, dass die Fans genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben, dass beispielsweise der Stadion, der Liebling der Fans eingewechselt wird. Ich bin beispielsweise gespannt, ob Jan-Fiete Arp, das Hamburger Sturmtalent, jetzt am Wochenende spielt oder nicht. Ich weiß aber von vielen HSV-Fans, dass die den echt gut finden. Nicht nur, weil er Tore geschossen hat, sondern weil man sich mit dem auch einfach mal wieder so ein bisschen identifiziert. Ich habe aber witzigerweise auch ein E-Book geschrieben, was auch über meinen Blog kostenlos herunterladbar ist. Und da habe ich auch genau dieses Szenario aufgezeigt, dass während der Halbzeit beispielsweise Social Media Feeds ausgewertet werden, weil man braucht ja nicht mal ein Tool dafür. Es reicht ja, wenn man beispielsweise alle Hashtags zu einem Spiel liest. Findet man ja schon relativ schnell raus, was die Fans oder zumindest eine gewisse Gruppe der Fans möchte. Ich muss jetzt einfach versuchen, den Überblick zu behalten. Oh, da muss jemand zum Basketballtraining. Das freut mich, Jens. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Gerne Feedback hinterher direkt an Benjamin, dann das hilft. Aber ich freue mich schon mal über die Aussage. Anif ist mittlerweile auch in der Kicker-App als Partner integriert. Da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was genau das ist. Den Hinweis zum TC Freisenbruch hatten wir schon. Dann die Frage von Martina. AR-Feature für OneFootball. Kann es sein, dass es das nur fürs iPhone, aber nicht für Android gibt? Kann ich nicht beantworten. Ich habe kein Android-Gerät zu Hause. Aber ich könnte es mir insofern vorstellen, als dass es ja beispielsweise, wie ich gerade gesagt habe, das Apple AR-Kit gibt. Und das kann es natürlich sein, dass die Bayern-App darauf basiert und es deshalb nur auf dem iPhone gibt. Ich habe ja schon ein, zwei Screenshots gemacht. Ich nutze es jetzt auch nicht täglich. Vielleicht hast du ja einen bekannten Freund, bei dem du das mal ausprobieren kannst. Wenn nicht, dann sag Bescheid. Dann versuche ich dir irgendwie den Bildschirmvideo aufzunehmen, damit du auch einmal in den Genuss kommen kannst. Super. Perfekt. Sehr, sehr gerne. Ich springe einfach einmal kurz weiter. Ihr könnt aber jederzeit trotzdem weiter gerne Fragen stellen. Sehr gut, Martina. Einmal zum Ausblick. Das ist auch der kürzeste Abschnitt, aber wenn das so cool ist, wenn das so viel Sinn macht, Digitalisierung, warum machen es denn da nicht einfach alle? Ich habe da nur einmal hier einen etablierten Manager aufgezeigt. Und mein Lieblingszitat ist immer, Digitalisierung beginnt in den Köpfen, scheitert aber leider auch dort. Und sie ist eben keine Kür, also man macht nicht mehr Digitalisierung, um cool zu sein, sondern es gehört einfach dazu. Ich habe hier nur mal so ein paar typische Sätze, die man leider viel zu häufig hört. Hier sind es natürlich nur Gedankenblasen. Eine Frage, Digitalisierung, müssen wir da mitmachen? Auch wenn das für uns jetzt gerade relativ schwer vorstellbar ist, sind sich nicht alle dessen bewusst, dass Digitalisierung eine gewisse Rolle spielt. Meiner Meinung nach qualifiziert man sich damit überhaupt erst, dass man in gewisser Art und Weise digital ist, im Wettbewerb um den Kunden mitmachen zu können. Und jeder, der da nicht mitmacht, wird über kurz oder lang meiner Meinung nach aussterben. Dann natürlich im Fußball, ich habe gerade eben schon gesagt, das Kerngeschäft ist eben Fußball. Am Ende kann man so digital sein, wie man will. Wenn man kein einziges Tor schießt, wird man am Ende der Saison absteigen. Man wird nicht sagen, ja gut, der Köln, die sind zwar letzter, aber die erlauben mobiles Zahlen, deshalb steigen sie jetzt mal nicht ab. Das wird nicht passieren. Deshalb gibt es auch häufig diese Denke, wir müssen uns auf den Fußball konzentrieren. Das ist richtig, aber ein gewisses Budget sollte man meiner Meinung nach trotzdem zum Spielen, also zum Testen bereitstellen. Häufig ist dann auch die Frage, ab wann wird denn das Digitalisierungsprojekt profitabel? Da sind zwei Dinge drin, die mich enorm stören. Einmal, Digitalisierung ist kein Projekt. Es hat keinen klassischen Anfang und ein Ende. Häufig, ich gebe auch ein, zwei Interviews, werde ich gefragt, ja, die Otto-Gruppe beispielsweise, die hat die Digitalisierung ja geschafft. Sage ich immer sofort, nein, wir haben es nicht geschafft. Wir sind auf einem guten Weg. Sicherlich stehen wir besser da als ein, zwei andere.
aber geschafft haben wir es ganz sicher nicht. Nicht, weil wir doof sind, sondern einfach, weil man Digitalisierung nicht schafft. Man ist nicht von heute auf morgen einfach digital. Das muss man jeden Tag aufs Neue beweisen. Das Thema profitabel ist einfach enorm schwierig. Ich meine, klar, ich habe gerade gesagt, man kann aus so einer AR-Funktion beispielsweise, die in der Bayern-App integriert ist, kann man rein theoretisch einen Case ableiten. Aber auch das ist sehr, sehr schwierig, das für jedes einzelne Feature zu machen. Beispielsweise Mobile Ticket. Da habe ich auch schon ganz verquere Sachen gehört. Wenn ihr heutzutage ein Ticket bestellt, dann wird das halt in der Regel per Post zugeschickt. Und man zahlt bei Clubs so ungefähr 5 Euro Versandgebühr und ich weiß, dass viele Clubs dann sagen, alles klar, 2 Euro zahle ich davon an Hermes, an die Post oder an wen auch immer. Und 3 Euro stecke ich mir als Gewinn ein. Das ist einfach super attraktiv. Wenn ich jetzt sage, ich habe das Mobile-Ticket, dann entfällt diese Versandgebühr. Aber davon muss man sich meiner Meinung nach lösen, weil es dann nicht nur um Gewinn oder Verlust geht, sondern es geht einfach darum, überhaupt langfristig einen Wettbewerb um die Kunden mitzuspielen. Deshalb finde ich diese Aussage, wann ist das Digitalisierungsprojekt profitabel, sehr kritisch. Viel Spaß beim Training, Dirk, wünsche ich dir. Die restliche Zeit kannst du dann natürlich hinterher auf YouTube nochmal nachgucken. Musst dir nur merken, wo du ausgestiegen bist. Geht natürlich auch für alle anderen. Für den Turm gibt es auch sehr gut in Osnabrück, gibt es auch in einigen anderen Clubs schon. Ich würde da beispielsweise zu Hause dran scheitern, weil ich oute mich jetzt, ich habe keinen Drucker hier, ich bin einfach kein Fan von Papier. Frage dann, Tim, an dich, gibt es eine Print-at-Home-Gebühr? Muss man dafür zahlen, dass man Print-at-Home machen kann? Wenn Tim eingibt, können wir schon einmal weitergehen. Das Thema Digitalisierung ist ein IT-Projekt. Höre ich auch häufiger. Ich habe gerade eben schon gesagt, Digitalisierung beginnt in den Köpfen, nicht in den Töpfen, in den Köpfen. Und sie scheitert auch dort. Klar, es ist irgendwann ein IT-Thema, ob ich ein Mobile Ticket integrieren kann oder nicht. Aber irgendjemand muss ja auf die Idee kommen, das Mobile Ticket zu machen. Und das passiert in der Regel in den Köpfen. Jemand in der Zwischenzeit auch geantwortet, das Print at Home ist umsonst. Das ist cool. Ich weiß, dass das nicht überall so ist, weil viele eben sagen, diese 3 Euro Gewinn, die wollen wir auch nochmal mitnehmen. Deshalb ist Print at Home 2 Euro günstiger als der Versand. Aber die 3 Euro gewinnen lassen wir uns nicht nehmen. Dann das Thema, wie haben die Digitalisierung geschafft, hatte ich eben schon gesagt, die schafft man nicht, man macht sie tagtäglich. Es wäre natürlich schön, wenn man dann in gewisser Art und Weise nicht so denken würde wie eben, sondern so, wie ich es jetzt einmal aufzeige. In der Otto-Gruppe, die ist relativ gut damit, Dinge nach außen zu kommunizieren und es gibt beispielsweise den sogenannten Kulturwandel. Was davon relativ häufig in den Medien war, war das Thema, du darfst jetzt du zu mir sagen. Dürfen wir uns alle duzen, auch die Vorstände? Das ist sicher jetzt, wenn man das macht, wird man nicht digital, aber wir merken schon, das hätte ich am Anfang massiv unterschätzt, dass wir alle viel näher zusammenrücken. Mit meinen engsten Kollegen habe ich mich immer geduzt oder mit allen, die bei mir auf der Fläche saßen, aber nicht mit allen im Konzern. Das ist schon nochmal, da rückt man stark zusammen. Dann ist es auch nicht so, dass es meiner Meinung nach einen Digitalisierungsbeauftragten geben würde, sondern jeder sollte da mitmachen. Also vom Praktikanten bis zum Vorstand, bis zum Eigentümer muss jeder bei dem Thema Digitalisierung mitmachen. Dann ist es auch nicht so, dass man sagen kann, alles klar, wir sind jetzt digital, aber wir ändern nichts. Man muss andere Methoden anwenden. Wir versuchen beispielsweise in der Autogruppe jetzt Projekte nicht mehr nur linear zu machen, sondern Methoden wie Design Thinking haben. Und auch der Führungsstil muss einfach so sein, dass man sagt, in manchen Dingen ist mein Mitarbeiter vielleicht einfach besser als ich. Das ist erstmal eine harte Aussage, aber es ist ja vollkommen klar, dass ein Spezialist in der Regel Sachen tiefer durchdringt als jemand, der für mehrere Themen steht. Das ist überhaupt nicht böse, da muss man sich aber dran gewöhnen. Es ist auch relativ schwierig zu sagen, alles klar, du digitalisierst dich jetzt, ich mache da jetzt nicht mit. Da muss eine ganze Organisation sich an die eigene Nase fassen und sich nach vorne bewegen. Und ich höre gerade, oder Martina schreibt gerade, dass der Ton nicht mehr so ist. Wenn das bei anderen auch so ist, gerne einfach ein Signal geben. Ja, Ralf, ich schalte mich auch mal gerade eben ein aus Düsseldorf. Danke, Martina, für den Hinweis. Ich war immer mal kurz davor zu unterbrechen, aber ich fand es nicht so dramatisch. Scheint ein bisschen auch an einer Internetverbindung zu liegen, deswegen auch der Hinweis von meiner Seite. Wir leben im Moment sehr gut mit dem Standbild deiner Webcam. Wir
Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, Rechner runter hochzufahren. Wir sollten jetzt versuchen, die letzten Minuten auch noch, ich denke, mit der Verbindung hinzukriegen. Ich hoffe, vom Kontext her ist jeder genauso gut mitgekommen, wie es mir gelungen ist, weil mir wirklich nur zwei, drei Wörter fehlten. Die österreichische Verbindung ist einfach gemütlicher. Ganz sicher, doch, Heißt genau. das, Ich werde es mich liegt bemühen, daran, noch dass etwas die entspannter ist langsamer und man zu alles hört? sprechen. Nein, die Frage streiche ich Nein, wieder. nicht zu langsam, Aber aber ich hoffe, dass ich die wollte gerade kleine damit abschließen, Redepause um zu von dir sagen, dazu hey, führt, dass wir müssen deine einfach alle auf Bandbreite wieder Augenhöhe aus dem begegnen. Vollen In der schöpfen Regel ist kann. es ja so, dass Führungskräfte gerne vorweggehen und sagen, hey, ich weiß, wo es lang geht, aber beim Thema Digitalisierung wissen viele einfach noch nicht, wo es hingeht. Deshalb muss man da sagen, wir haben zwar alle keine Ahnung, wo es lang geht, aber wir wissen, dass wir da zusammen hin wollen. Deshalb ist das nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich bin tatsächlich auf meiner letzten Folie, nämlich der Frage, warum denken Sie denn nicht einfach so? In meiner Wahrnehmung gibt es zwei Dinge, die echt ein Problem sind. Das eine ist die Begründung, das haben wir schon immer so gemacht. Ganz ehrlich, wenn ich mittlerweile diese Aussage höre, dann sage ich innerlich schon, okay, genau deshalb machen wir es jetzt anders. Nur weil man etwas vor 10 Jahren so gemacht hat, heißt das nicht, dass es heute noch gut ist. Das zweite ist das Thema Incentivierung. Wofür bekommen die Leute eigentlich Geld? Und das ist in der Regel dafür, dass man entweder Gewinn macht, dass man schau Max, dass man zum Ende der Saison nicht absteigt, man bekommt aber nicht dafür Geld, in der Regel, dass man experimentiert und dabei eventuell sogar Geld verliert. Das heißt, Incentivierung ist ein Riesenthema und ich würde zu gerne mal wissen, worauf die einzelnen Verantwortlichen in der Bundesliga incentiviert sind. Da sich gerade schon ein, zwei ausgeklinkt haben, die eventuell schon noch ein, zwei weitere Fragen haben, mich auch noch die zwei Fragen, die ich im Vorfeld schon hatte, beantworten möchte, komme ich einmal auf meine letzte Seite. Mir hat das bisher total Spaß gemacht. Ich freue mich auch, gleich noch Fragen zu beantworten. Ich würde mich riesig freuen, im Nachhinein noch was von euch zu hören. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben über meine E-Mail-Adresse. Ihr erreicht mich auch über nahezu alle Plattformen. Ganz neu, Geheimtipp, ich bin seit vorgestern auch bei YouTube. Das heißt, auch da kommt mir, da könnt ihr Webinar hochladen, wissen wir noch nicht, aber das werden Benjamin und ich noch irgendwie auskaspern. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich auf einem der Kanäle abonniert, mir folgt, ab und zu vielleicht mal am Blog vorbeiguckt. Da werdet ihr auch Berichte von nahezu allen wichtigen Konferenzen finden, bei denen ich bin, bei denen ich häufig das erzählen kann. Ihr werdet Analysen finden, die ihr sonst nirgendwo findet und auch relativ viel über das Thema E-Sports, was ja immer präsenter wird. Aber das aus einer Brille eines Nicht-E-Sport-Profis, sodass das in der Regel, dass ich in der Regel versuche, das massentauglich. Gibt es mal jetzt noch Fragen, die ihr gerne loswerden wollt, die euch schon immer auf dem Herzen gebrannt haben, auf der Seele lagen? Dann haut gerne eure Fragen einfach raus. In der Zwischenzeit vielleicht schon einmal die zwei Fragen, die mir schon gestellt wurden. Das eine ist, trifft man mich auf dem Spobis, einer der, wenn nicht sogar die Fußballkonferenz oder die Sport-Business-Konferenz im Januar? Ja, da trifft man mich, da bin ich aller Voraussicht nach auch. Ob ich was erzähle, wie ich was erzähle, wissen wir noch nicht, aber ich werde aller Voraussicht nach da sein. Zweite Frage war, ob das eine einmalige Sache ist. Und da haben Benjamin und ich vorher einmal schon drüber gesprochen. Ich sehe jetzt, auch, weil du dich gerade eingewendet hast, dass du grinst, Benjamin. Ich habe auch gesagt, was sagen wir denn jetzt? Wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Wir machen das davon abhängig, wie euch das Ganze gefallen hat. Das war für mich das nicht nur das erste Webinar, das war auch das erste Mal, dass ich einen Vortrag hier in Kooperation mit der IST-Hochschule gehalten habe. Ich habe auch schon einen Blogbeitrag geschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat, bei euch im Blog. Drei Thesen zur Digitalisierung. Kann man sich, wenn man Lust hat, das Thema Digitalisierung ganz gut vielleicht auch mal angucken. Und wir haben gesagt, hey, wenn euch das gefällt, dann werden wir auf jeden Fall versuchen, das häufiger zu machen. Und gerade deshalb würde ich mich enorm über das Feedback freuen. Gerne in der Kommentarfunktion, gerne hinterher per Mail an mich, an Benjamin, an wen auch immer. Tim 2 hat schon was geschrieben, war auf jeden Fall gut, super gemacht. Danke dir, freut mich wirklich sehr, das zu hören. Ich freue mich auch immer über konstruktive Kritik, also einfach nur, ja, war blöd, hilft mir eigentlich nicht so weiter, aber ja, ich hätte mir das und das noch mehr gewünscht, hilft mir enorm weiter, also auch da keine Scheu. Und ich würde mich sehr viel freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, live sehen oder nochmal hier in dem virtuellen Raum wieder treffen. Martina, auch dir vielen Dank für die Rückmeldung. Eventuell eine Fortsetzung. Benjamin, Frage an dich. Ja, der hat mir auch gerade sehr gefehlt.
Ja, also Nachteil eines Webinars ist, dass man den Applaus nicht hören kann. Ich denke, den hätte es jetzt an der. Ja, ich denke, den hätte es an der Stelle jetzt auch mit Sicherheit gegeben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, da würde ich gerne noch drüber sprechen, weil auch wenn wir eigentlich 60 Minuten angedacht haben, jetzt 90 Minuten gesprochen haben, sollten 10 Minuten auch egal sein für diejenigen, die noch Lust haben, ein bisschen zu diskutieren. Ich habe ein Sehr paar gerne. Punkte, die mir wirklich noch am Herzen liegen. Als Lob und Feedback meinerseits, in der Regel gibt es immer ein paar, die abspringen, die nach 3, 4 Folien merken, dass das Thema vielleicht doch nicht ganz das ist, was sie sich vorgestellt haben. Also wir haben ein gutes Briefing vorab gegeben. Danke auch nochmal für dein Video. Das war wirklich klasse. Das war auch das erste Mal, dass wir das ausprobiert haben, die Teilnehmer zu einem Fachvortrag einzuladen. Heute im Fachbereichsmeeting mit meinem Team und Kollegen haben wir festgesetzt, dass wir das in Zukunft immer machen. Also auch da hast du für Innovation bei uns gesorgt, auch wenn man das natürlich schon mal gesehen hat, aber du hast es klasse umgesetzt. Eine Sache, die ich dir auf jeden Fall gerne weitergeben will und das Thema Networking für alle noch mal ein bisschen anschaulicher machen will. Wir haben eben über E-Sport gesprochen und da habe ich an den Freiburger Kreis gedacht, weil das Thema E-Sport ja nicht nur im Profifußball, über den wir heute im Rahmen der Digitalisierung ja überwiegend gesprochen haben, ein großes Thema ist, sondern der Freiburger Kreis als Keine Ahnung, nein. Vereinigung der mitgliederstärksten, aber eben Weiß ich nicht nicht. Profivereine in Deutschland, die haben sich Ach. in der letzten Woche auf der FSB-Messe in Köln, wo wir auch mit einigen Studenten waren, zum Sehr Thema gut. E-Sport ausgetauscht. Und weißt du, wer der neue Vorsitzende des Freiburger Kreises ist? Ralf. Das ist der Boris Schmidt. Das ist der Boris Schmidt von der TSG Bergedorf. Und wenn du möchtest, dann werde ich dir gerne ein Ticket für das nächste Heimspiel bei deinem alten Verein besorgen, weil ich mit dem Boris natürlich auch gut verbandelt bin und er findet das Thema eben für die Vereine auch spannend. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, wo man eben sieht, wie eng verzahnt der Sport ist. Das ist so mein Plädoyer zum Thema Arbeitswelt, Sport, Business, auch nochmal an alle, für die, die es interessiert. Wir waren jetzt nicht nur am DSE, wo wir uns auch getroffen haben, sondern wir werden im Dezember auch bei Hertha Sehr, gegen sehr gut. Östersund sein, mit Blick hinter die Kulissen. Wir werden im Januar wieder bei der Fortuna sein und vergeben ein Schnupperpraktikum. Wir werden Klar. zum deutschen Volleyball-Pokalfinale wieder mit einem Haufen Studenten und auch Interessenten fahren. Also bleibt uns da auch gerne wohlgesonnen. Das wollte ich nur loswerden. Zum Thema Fanmontur, ja, sollte man auch im Büro immer dabei haben. Aber losgelöst davon ist das Thema Digitalisierung in der Lehre ein Riesenthema. Unser Inhaber, der Dr. Hans Ulrich, beschäftigt sich mit dem Thema und wird von vielen Kollegen noch schräg angeguckt, ob man denn über eine VR-Brille auch in den Hörsaal sich setzen kann. Und quasi Oh, live das bei einer freut mich. Vorlesung dabei sein zu können. Das wäre wieder ein Schritt zurück von reiner digitalen Lehre hin zu einer Halbpraxisphase. Aber das ist mit Sicherheit für uns auch Zukunftsmusik. Mir hat das sehr gut gefallen, das Thema vor allen Dingen. Und ich glaube, dass wir hier intern uns auch Gedanken darüber machen, wie wir das ganze Thema fortsetzen können. Auf jeden Fall kann ich allen da draußen sagen, beziehungsweise die, die auch das erste Mal heute dabei waren, wir machen diese Online-Fachvorträge in unregelmäßigen Abständen, aber eben regelmäßig. Und da werden wir dir gerne Klar. eine Plattform bieten, sobald du wieder ein gutes Thema hast und auch in der Lehre. Nicht nur bei uns im Bachelor, im Master oder im bereits angesprochenen Kurs Das freut Social mich. Media Vielen Dank für Management das Sport Feedback schon mal. ist das Ich Thema sehe gerade, Julian hat Digitalisierung noch ein was geschrieben, großes wenn wir da noch Thema. einmal kurz Und darauf eingehen ich wollen. würde mich freuen, dich Julian fragt irgendwann sich, hier wo auch die als Lehrkraft Digitalisierung begrüßen aktuell zu nur in können. Bezug Das auf sind bei uns Verbesserung des natürlich Themen, die Fanerlebens, nach und der nach passieren. aktuellen Fans, Aber beziehungsweise versprochen gerade ist, in dem dass Thema das ist, IST und Ralf in in enger Bezug auf Verbindung bleiben und fanaktive ihnen mit Fangewinnung Sicherheit oder über die Jungenpflege, eine wo oder gibt es andere kaum Möglichkeit auch Ansätze, wieder obwohl treffen. sie ja digitaler unterwegs sind. Das ist definitiv richtig, Julian, die sind viel Ja, so. digitaler unterwegs. Ist heute der Fokus auf dem digitalen Fanerlebnis war eben, also wir hätten, wie gesagt, insgesamt über Digitalisierung sprechen können. Wir haben jetzt gesagt, wir fokussieren uns auf das Fanerlebnis. Richtig, ich habe mich auf die heutigen Fans fokussiert. Das Thema Gewinnung einer jungen Zielgruppe war beispielsweise ausschlaggebend für die Einführung einer E-Sports-Abteilung bei Schalke 04. Ich habe da sehr lange mit deren Leiter gesprochen, mit Jim Reichert, der früher auch Fußballprofi war und immer sehr nah am E-Sports war. Die sagen eben auch explizit, hey, wir wollen neue Zielgruppen ansprechen. Und deshalb sagen sie sich, FIFA reicht uns nicht, weil wer spielt FIFA? Fußballfans. Und wenn ich Fußballfan bin und Werder Bremen jetzt eine FIFA-Abteilung ins Leben ruft, dann werde ich deswegen nicht Werder-Fan. Das kann ich versprechen. Was aber sein kann, wenn man League of Legends einführt, dann erreicht man eine Zielgruppe, die vielleicht mit Fußball noch gar nichts am Hut hat und kann die noch so ein bisschen prägen. Also deshalb
Vollkommen richtiger Hinweis, Digitalisierung ist nicht nur Bespaßung der eigenen Fans, sondern oder der vorhandenen Fans, sondern auch Gewinnung neuer Fans. Fokus war aber eben heute, wie gehe ich eigentlich mit den Fans um, die ich jetzt schon habe. Das war mir noch einmal wichtig, weil ich die Frage gerade gesehen habe. Vielleicht an der Stelle. Ja, aber vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Hinweis. Also warum machen Wolfsburg und Schalke das, wenn wir uns nochmal die Zahlen, die du uns ja eben gezeigt hast, vor Augen führen, wie weit die Premier League und auch andere internationale Ligen uns voraus sind, was die Reichweite über soziale Medien angeht. Dann versuchen Schalke und Wolfsburg mal als Beispiel natürlich auch über internationale Turniere, wo sie dann bei League of Legends zum Beispiel antreten, einfach ihre Marke im Rahmen der Internationalisierung auch in anderen Bereichen eben zu platzieren, um darüber auch wieder internationale League of Legends-Spieler, die sich für Fußball interessieren, auf die Marke Schalke und damit auf die Bundesliga und den Club FC Schalke als Beispiel eben umzumünzen. Also bei der Frage von dir, Julian, würde ich auch immer eine Klammer aufmachen und sagen, was sind eigentlich die Motive, dass Borussia Dortmund sagt, brauchen wir nicht oder machen wir nicht oder machen wir vorerst nicht und andere Vereine eben sagen, wir machen das. Und da kann man mit Sicherheit sagen, dass die Da kann ich Marke auch sehr Bayern gerne München ein, und zwei Sachen BVB dazu sagen. international Also im deutlich Rahmen eines Interviews größer oder wo zu auch immer. sehen sind, mit einer viel höheren Weil auch darüber Reichweite wird ja viel als gesprochen. Wolfsburg Warum oder mischt sich Schalke. Und Club damit kann man sagen, Wolfsburg E-Sportabteilung und ein? Schalke haben Damals im Rahmen der nicht Fans, aber Internationalisierung wovor haben die über Clubs das Thema Angst? Die haben Angst E-Sport dafür, ein ihre Werkzeug aktuellen Fans zu gefunden, verschrecken. wie Weil das Ganze wenn jetzt genutzt beispielsweise der wird. HSV eine Vielleicht hat jemand ja Counter-Strike-Abteilung noch ins Leben Interesse gerufen würde, darüber, wäre einen ich jetzt auch Bachelor oder erstmal nicht Master so einzuschreiben. super begeistert davon. Schalke hat gesagt, wir riskieren das, wir gründen ein League of Legends-Team und sind damit, glaube ich, auch der einzige Bundesligist. Also Wolfsburg, Leipzig und Stuttgart haben alle in Anführungszeichen nur einen FIFA-Spieler. Aber Schalke hat sich gesagt, hey, wir wollen eben neue Zielgruppen erreichen und das geht nicht ohne League of Legends. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen in Kauf, dass da vielleicht ein, zwei Fans nicht so wirklich begeistert sind. Das ist so die Abwägung, die der sich Fußballclubs immer stellen müssen und auch definitiv keine Frage, die man pauschal mit Ja oder Nein beantworten kann. Sehr, sehr gerne. Prima. Dann hoffe Genau. ich, dass wir alle Fragen in voller Gänze jetzt auch beantworten konnten. Bedanke mich recht herzlich nochmal bei dir, lieber Ralf. Lieben Gruß nach Hamburg. Das war wirklich klasse. Um Aufzeichnung und auch gerne die Präsentation, um die rumzuschicken, kümmern wir uns im Laufe der Woche noch später, spätestens Anfang nächster Woche, werdet ihr damit versorgt. Ja, und wenn es dann keine Fragen mehr gibt, auch ganz lieben Dank an eure ja, rege Teilnahme im Chat, an eure Fragen, auch an den Know-how-Transfer, den wir zwischen euch auch hatten. Ich erinnere mich nur an TC Freisenbruch, wo einer fragt, der andere sagt, da gibt es so einen Verein und der dritte kennt den Verein. Letzte Worte sind So viel immer nochmal der so eine große Hinweis und Verantwortung. Tim, ich gehe die auch Bitte dankbar an auf deine euch, Frage. Wie vernetzt sieht es euch so Hamburg mit gut dem es geht, DFB-Pokal aus? gerne auch Jetzt mit rufe ich Ralf natürlich, ein. gerne auch mit Hast uns du ja und selber mir. schon Wir gemerkt. freuen Aber ich uns, weiß, dass wenn es den die DFB-Pokal Familie gibt. wächst und So viel wächst und dazu. wächst War ein und sehr am ärgerliches Ende des Spiel. Ich Tages glaube, sehen wir ich uns im hole mir meine täglichen Geschäft und im Kontaktdaten, weil jetzt Business auch wieder. die, Da die am wünsche ich längsten euch allen auflag, viel das war jetzt Erfolg so nicht und das zwingend letzte beabsichtigt, Wort aber ich gehört möchte dem dich nochmal Ralf. Bis einladen. demnächst. Ciao. Das sage ich auch grundsätzlich immer, wenn ich mit Studierenden oder Vorstudierenden spreche. Fragen kostet nichts. Wann immer ihr nochmal irgendwas wissen wollt, meldet euch einfach bei mir. Auch wann immer ihr mal irgendwelche verrückten Ideen habt und sagt, Mensch, Ralf, ich kenne da jemanden, mit dem solltest du mal sprechen, mit dem könntest du was machen. Sagt Bescheid. Ich bin immer auf der Suche nach Gelegenheiten, wie ich die Blackbox Fußball, die ich lüften will, noch mehr Leuten, von noch mehr Leuten lüften kann und noch mehr dieser Einblicke geben kann. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal auf meinem Blog vorbeischaut, vielleicht auch ein bisschen Feedback da lässt. Und wie gesagt, sehr, wenn wir uns bald mal wiedersehen oder wieder hören oder wie auch immer. Benjamin, deswegen schreiben oder telefonieren wir aber auf jeden Fall nochmal. Ansonsten erstmal vielen Dank und euch einen wunderschönen, tollen Abend aus Hamburg. Ciao!